Wir machen wieder eine Umfrage, denke ich zumindest mal. Aber erst in 5 Minuten. Ach, guck mal, da ist noch gar nicht 20 Uhr. Ich bin ein bisschen zu früh. Trotzdem, ich muss erstmal hier meine Dinger rüberschicken. Archiv Twitch um 5. Guck, und ich verrate jetzt jedem, wie viel du verdienst, Bowie. Gut, oder? Hallo Leiter, und wieso? Ne, war ein Scherz. Oh, ich bin noch so müde, weißt du? Voll. Schade, hab meinen epischen Titel nicht bekommen. Was? Grunate, Hallo, hey. hey, grüß Hallo, Grunat. dich. Hör mal, Bowie hat den Titel Umfragealarm. Meinen epischen Titel nicht bekommen? Welchen epischen Titel? Hey Les, grüß dich. Les, wie geht es dir? Wir haben endlich Wochenende, yeah. So, Abstimmung verwalten. Neue Abstimmung. Welches Spiel, tralala, spielen wir heute? Welches Spiel? WoW Also im Auto Retail schlafen ist kein Vergnügen. oder Warcraft 3? Oder Mir geht's ganz gut, Les, ganz gut. nochmal, was könnten wir denn noch? The Witcher. The Witcher 3. Ich habe immer noch nicht das Bordell gefunden bei The Witcher. Warum nicht? Puh. Denn Vampire könnten wir spielen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das Spiel noch sehen wollt. Oder Dead by Daylight? Ich weiß nicht. Ich könnte auch. Ja, oder ich lasse es aus. In Dead by Daylight wäre aber auch witzig, oder? Dead by Daylight. Nö, Moment, heute ist. Nee, Freitag ist doof für Dead by Daylight. Da machen schon so viele, die ich selber als Vorbild habe. Dead by Daylight. So, was können wir denn noch spielen? Ich lasse es einfach aus, denke ich. Ba, 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 ba. Oh ja, jetzt habe ich so einfach schon gestartet, die Umfrage. Kannst du abbrechen? Kann man das abbrechen? Ich muss noch mal die Umfrage abbrechen. Letztes Mal hast du es abgebrochen, Abstimmung also. beenden. Abstimmung neu ab. Ja, dann muss ich sie neu machen. Welches Spiel spielen wir heute? Tralalalalala. WoW Retail. Oder doch Witcher. Witcher 3. Guck, jetzt bin ich schon so faul. Ich habe schon wieder Wischter geschrieben. Was stimmt nicht mit mir? Warum schreibe ich dieselben Wörter immer wieder falsch und korrigiere sie dann? Vielleicht schreibst du es ja richtig, nur sie haben die Fehler gemacht. Ja. Ja, Wischter. Es heißt eigentlich der Witcher. Wischter. So. Bitte. Welches Spiel fehlt mir denn jetzt noch? WoW Na, Retail, Witcher 3. Ach so, Vampire. Vampire. Vampyr. Vampyr. So, jetzt darf ich aber nicht nochmal draufschreiben. Tim, hey. Sag mal, Tim. Roft. Aber Legend irgendwas hattest du nicht im Namen, oder? Ganz kurz, Les Ach, guck mal, meint Les meinte SWTOR. SWTOR. Ja, dann packen wir noch SWTOR rein. Danke, Les. Ich komme einfach nicht drauf. Ich weiß, dass mir irgendjemand dieses Spiel geschenkt hat. Aber ich komme einfach nicht mehr drauf, wer. Ich verbinde das nicht so mit Spielen. Ich überlege immer noch, wie dein richtiger Name bei mir war. Ja, Les. Ach ja, Bowie? Ja, Niago. Nein, hat er geschrieben. Ach so. Soll ich dir mal was Witziges erzählen? Ja, erzähl uns mal was Witziges, Les. Uns. Erzähl Uns. uns bitte was Witziges.
Oh, Selina ist da. Guck mal, pünktlich zur Abstimmung. Mal sehen, was Selina abstimmt. Hi, Selina. Ne, wenn dann auf die Live. Mixer war ich nicht. War gerade in den Dungeon. Dann wurde ich die ganze Zeit angepöbelt und wollte voll austicken. Und rate, wer mich angepöbelt hat. Ein verdammter NPC. Dein Ernst? Dein Ernst, Les? Ja, reale Menschen stehen alle auf dich, Les, deswegen. So, Umfrage kann gestartet werden. Ba, 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 ba. So, mal sehen. Da, 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 da. Warte, schau mal nach. Da, 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 da. Für die, die am Handy drin sind, die können wahrscheinlich nicht abstimmen. Das ist halt ein bisschen. Ansonsten, wenn die Umfrage nicht überhalb des Chats ist, müsste man noch mal gucken. Aber guck mal, man sieht genau, wer SWTOR gewählt hat, oder? Also so, ja. Da, 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 da. Guck mal, Vampire hat auch jemand genommen. Ui, wahrscheinlich Konate oder Selina, ich weiß es nicht. Guck mal, wenn das Wort Mal, repeat. kann man rausfinden. Warte, ja, ich gar nicht, kann man rausfinden. Nee, das ist. Guck mal, ich sehe es. Selina hat Vampire genommen. Ey, das Das ist ist. sowas, wenn man sieht's einfach. Also man sieht's Okay. nicht, also man kann nicht den Namen sehen, aber ich meine, Selina kriegt halt zwei Stimmen und Kronate würde nur eine Stimme bekommen. Also weiß man so ungefähr, ja, noch 2 Tage Arbeit. Ja. Du gehst also Dienstag gar nicht erst zu diesen Probearbeit hin, oder? Weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Willst Wäre du eine schöne dann. Abwechslung zu meinem Alltag. Naja, aber wie willst du das deiner Arbeit erklären? Ja, ich arbeite jetzt noch nebenbei woanders. Eigentlich macht das keinen Sinn, du hast Was? Ich recht. habe gerade meinen Namen gehört, aber nichts verstanden. Ich habe nur gesagt, in dieser Du hast gesagt, du Abstimmung, bist cool. ja, du bist cool, Kronate. Das habe ich gesagt. Ba, 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 ba. Nee, in dieser Abstimmung. Die ist ja anonym. Ich sehe nicht, wer was abgestimmt hat. Und man kann trotzdem irgendwie lesen, wer was quasi geklickt hat. Weil du bist ja kein Sub bei mir. Und Subs bekommen die doppelte Stimme. Das heißt, wenn da zwei Stimmen auftauchen, dann kannst du das schon mal Beispiel nicht geklickt haben. Ich gehe davon aus, Kronate, du hast noch gar nichts geklickt. Ja, Niago, ich weiß. Na dann, trotzdem, herzlich willkommen, Tim. Ich freue mich, dass es dich jetzt hier wieder gibt. Ist schon krass, weil ich Mixer deinstalliert habe. So. Witcher 3 wurde auch gewählt, wahrscheinlich jetzt von. Hallo, Kronate und Tim Roth. Ah, WoW hat gewonnen. Tust du den Titel wieder ändern? Das ist ja schon WoW. Gut. Was? Das ist nicht Ach WoW. so, what the fuck? Jetzt habe ich erst gemerkt, dass die Abstimmung läuft. Ja. Wie, das ist nicht. Ich muss es ja erst starten, Bowie. Ja, ich kann ja das Spiel trotzdem ändern, oder? Ja. Kannst du machen. Darum geht es. So, ich könnte jetzt meinen Paladin spielen oder. Was bist du denn nochmal? Du bist DD. Ja. Der bist du. Der. Aber deiner ist. Mit wem willst du spielen? Mit dem auch Blutelf, ja. Du willst mit Blutelf spielen. Ja, weil wir haben den gleichen Level. Nee, ich hab da jetzt gelevelt.
Aber du bist auch 14? Das Die gewählt. Abstimmung ist jetzt schon vorbei. 20:05 Uhr ist bei mir fast immer, außer sonntags meistens, eine Abstimmung und dann könnt ihr abstimmen, was an den Tag gespielt wird. So ist es für mich einfacher, weil ich trage nur Spiele ein, worauf ich eigentlich auch Bock habe. Und dann wählt ihr halt aus, was denn schlussendlich gespielt wird. Warte mal, für Ich WoW bin soll ich da. 13. Du bist 13. Ja, dann würde ich sagen, wir leveln da noch ein bisschen. Oder nee? Aber wir haben unterschiedliche Queststände. Ja, das stimmt schon. Denn doch eine andere? Wollen wir Niago und. Ja. Da sind wir wenigstens gleich. Wenn du willst, können wir auch. Nee, willst du bestimmt nicht. Egal, ich habe nichts Oh. gesagt. So, ich guck mal, dass die Musik läuft. Kannst du mal kurz gucken, ob die Musik so in Ordnung ist? Am PC ja, ich guck mal kurz am Handy. Ah, David, grüß dich. Hallo, David. So, ja. Da, 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 da. Ist ein bisschen laut, oder? Ich glaube, ich mache die Musik auch direkt Sag mal aus. bitte was. Ach da. Oder? Ist die Musik so leise, dass man sie. Du würdest schon Die die Musik. Lautstärke ist nicht hoch. Die Musik an sich ist laut. Hallo Hexe, mein Guter. Ja, aber. Ja, dann mache ich das so. So müsste sie für euch sehr, sehr leise sein, oder? Warte. Hört ihr die überhaupt noch? Na, 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 na. War auch noch nicht beim Mixer drauf. Also ein kleines bisschen lauter könnte gehen. Nee. Könnte, müsste aber nicht. Man hört sie aber. Ja. Ja, okay, das reicht mir. Wo bin ich eigentlich? Weiß ich nicht, wo bist du? Ich war im Flammschlund. Oh, guck mal, Hirnblutung ist hier. Was ist das denn? Das ist dein Ernst? Lässt uns ein. Na 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 da 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 da. Was Was machen wir bra hier? Ich weiß es nicht. Wir brauchen Ahoi. die Insignie der Verlassenen. Die Mal, wir Verlassenen. laufen einfach mal jetzt Eisregen hinterher. Das wird schon was. Oh, guck mal, sie porten sich hinter dich. Oh, eine Quest. So, hat sich aber jetzt schon gelohnt. Na, 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 na. Guck mal, sie porten sich einfach hinter einen. Mal, ich bin Heiler, ich muss also nichts machen. Na, so schieben, nein. Ja, Muss man man die ist so looten? Deko-Element in der Gruppe. Man muss die nicht looten, oder? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, Nein, was muss wir man hier nicht. machen, um ehrlich zu sein. Die Worgen töten. Worgen, ne? Worgen. Ach so, Tim, Glückwunsch, Level 1. Ba, 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 das ist nur so ein System, wenn du in den Top 10 kommst. Oho. Ja. Kriegst du Ruhm und Ehre und Reichtum? Ne, Reichtum kriegst du leider nicht. Nur Ehre. Viel Ehre. Du kommst dann oben rechts oder wo auch immer, je nachdem welches Spiel wir spielen, wirst du dann als namentlich angezeigt. Und wenn du in den Top 2 kommst, dann wirst du da, wo Les jetzt stehst, neben den großen, tollen Stern, der heißt so viel wie, oh, toll gemacht. Weißt du Dann was? wirst du da hingeschrieben. Ah, was denn? Egal wer auf welchem Platz ist, alle, die gerade anwesend sind, sind toll. Und der Feuermagier ist voll cool. Ich bin auch toll. Ich bin auch anwesend. Ja, du vor Ich allem glaube, vor. ich habe ich glaub, ich hab keine einzige Attacke. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich jetzt wirklich? Nee, da hier. Pein. Pain, Pain. Pain. Penge. Ba, 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 4 und 5.
Eisregen denkt, ja lol, lässt du dich hier durchschmuggeln. Achso, ich könnte ja auch. Moment, ich könnte ja auch einfach wechseln. Irgendwie finde ich die Untoten doch schon sehr cool. Worauf willst du wechseln, auf Shadow? Ja. Wie hast du den Sticker bekommen, bist du Sub? Nein, er ist Ehrenmensch. VIP ist er. Was? Hexe ist VIP bei mir. Das weißt du aber. Nein, ich wusste nicht, um wen es geht, deswegen. Weil guck mal, mit den Kanalpunkten, nein. Hä? Schema aus, oder? So, jetzt laufen beide Streams. Oh, jo. Oh. Hab ich mich erschrocken, nein. Der sprang auf einmal auf mich aus dem Nichts. Hast du dich gefreut? Ja. Kannst mir aber gerne einen Sub schenken. Ey, Schnabli, grüß dich. Ah, schön, dass du da bist. Nee, Hexe hat nicht das, hat leider nicht das Geld, um zu subben. Psst. Aber Hexe ist so ein treuer Zuschauer. Hast du ja selbst gesehen, wie lange er schon hier ist. Und deswegen hat er bei mir VIP. Da, ja. Ich glaube, ich will den Magier weiterspielen. Ist das schöner als... Das ist zumindest schöner als Schurke. Warte mal, was spielt denn eigentlich? Oh, Knock Knock ist auch. Knock Knock spielt auch das Spiel. Warte, ich schon Max Level. Das Spiel. Nein. Wie sieht denn der Verlassen an? Wer droppt das denn? Sind das die Worgen? Nö. Doch, der hatte gerade was drin. Wer? Was? Ich hab's mir genommen. Meins. Nikolates, grüß dich. Pastoralle. So. Ich hab Bescheid gesagt, Nikolates. Ich hab Bescheid gesagt. Im Discord habe ich Bescheid gesagt. Was sind denn die Verlassenen? Guck, ich blinde alles. Mein. Also, die liegen einfach so da, oder was? Nein. Das sind die Toten. Ja, aber wir töten sie ja nicht, ne? Weiß ich nicht. Das sind die, die halt... Ich bin Heiler. Ich töte hier gar nichts. Das du geht alles von... Aus den Heiler. Ja. Ah. Wenn man so einen Heiler hat, braucht man keinen Damage-Dealer. Ja, ich bin extrem gut. In dem, was ich mache. Extraordinary Healer. Ja. Oh, ich hab's angekündigt, Tim. Aber ich bin so froh, dass du rübergewechselt jetzt bist. Ja, war auch ein bisschen so. Ich habe mit Twitch angefangen und dann hat Twitch mir die Partnerschaft angeboten. Und ich habe ja vorherige Male schon ein paar Mal gesagt, nein, ich will die Partnerschaft nicht. Und dieses Mal habe ich so diese Vorpartnerschaft, habe ich so gedacht, okay, ich arbeite jetzt darauf hin, dass die mir das nochmal anbieten und dann, dann mache ich die Partnerschaft, aber dann darf ich halt in dem Moment nicht mehr... Moment. Hexe 3 und 2 sind die besten. Annehmen. Oh, sehr schön. Und, und dann dachte ich mir so, ja, okay, die Zeit, die ich noch benötige, um richtiger Partner zu werden, kann ich ja, also nicht richtiger Partner, ich bin ja die Vorpartnerschaft. Aber, dann dachte ich so, ach, guck mal. Bist du schon fertig oder was? Hallo, ich bin nicht fertig. Ich hopp's hier nur hinterher. Ich lass mich von Eisregen ziehen. Siehan. Was machen wir denn hier? Ich bin fertig, du. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Ich hätte die Leichen plündern, für Insignien. Warte, seid ihr beide im gleichen Alter oder ist das nur Zufall? Ich von Ehrenbaui erfahren. Wie das?
Was? Ja, ich habe das auch eine Zeit lang nicht geblickt und irgendwann habe ich von ihr Ehrenbau erfahren, dass ich habe extra ein paar Tage lang so gestreamt und habe gesagt, ja, ich wechsle ja jetzt auf Twitch und dann erfährt es niemand. Ich sollte es vielleicht dort nochmal groß runterschreiben. Den Kanal gibt es doch gar nicht mehr. Also auf D-Live, okay. Ja. Gibt's doch. Ich meine, ich darf da nicht mehr streamen, aber ich kann ja wohl. Okay, vermutlich ist es jetzt auch zu spät. Ich glaube, du bist fertig und musst nur abgeben, oder? Weiß ich nicht. Ja. Sieht zumindest danach aus. Hört, du hast einen Fass abgeschrieben. Du auch. Ja. Wusch. Klingt gut. Wie geht's mir? Ich bin immer noch leicht erkältet. Ich trage das halt monatelang gefühlt schon mit mir Ach, rum. du hast mich angestellt, okay. Ja, ich habe Bowie angesteckt. Bowie ist durch mich krank geworden. Aber leider nicht so weit, dass er im Bett bleiben musste. Oh, schöner Plan. Einfach dahin. Gute Besserung, Dankeschön. Aber ich merke halt, wenn ich viel rede, dass meine Stimme so bäh wird, so kratzig. Und dann tut sie weh. Das ist nicht so schön. Und ich freue mich, weil Tim jetzt hier ist. Tim. Was? Wer war das? Ist hier jemand im Discord? Was ist das für ein Steil? Also fast, was Dann ist nicht mit reden, wir dir? lernen alles. Ich kann aber keine. Das ist der Plan, der dann scheitert. Ja, und Ach komm, wir müssen die dort enden. mal so cool. Wir müssen looten. Ne, wir müssen gar nicht looten. Lüge. Eine Lüge. Ich bin auch krank. Alle sind krank. Ich bin erkältet. Alle sind krank. Oh. Ja, wo? Piemelst du da oben? Was machst du da? Oh. Guck mal, hier ist ein Ork. Ist das ein NPC? Die kannst du aufwecken. Ach, mit Bier, aber deine zählen für mich mit, das ist sehr gut. Ja. Ja, halt. Zieh mal auf. Haben wir angemeldet? Nee, das ist Ach so. Quest synchronisieren. Ach so. Um die Leute zu pulverisieren. Mich hat's verwirrt. Die ist viel zu groß. Krankenschein Express. Wer will krank sein? Schaut zu. Ja. Ist jetzt nicht die Ach, beste Werbung, aber. eigene Gefahr. Das Problem ist nur, Wir brauchen doch keine Hilfe. Die Quests sind mini. Mini, das mini, ist nur mini. von dir für jemand Hey, keinen Typa. Krankenschein. Hallo, Marc. Grüß dich. So, irgendwo muss noch einer sein. Da. Da. Na, alles gut, ein bisschen kränklich, aber ansonsten geht's mir sehr gut. Morgen ist Samstag und morgen ist voll der tolle Tag. Bier! Bier! Dankeschön. Was für ein Teufelsbier! Oh, Ist hier gerade wen ernst? soll ich von euch überschütten mit Bier? Um Nein, euch zu danke, ich mag wecken? kein Bier. Ja, dich habe ich nicht gefragt. Du bist ja auch der Bierholer hier. Bestimmt Du wegen bist der wie ich. Verteiler. Du bist der Verteiler.
Als Mod darfst du doch nicht betrunken herumlaufen. Hallo, dann grapschst du die Leute an. Dann fühlt sich Les wieder sexuell belästigt. Das können wir nicht antun. Guck mal, das ist, wir können nach links, nach unten und nach rechts gehen, um die Quest abzugeben. Nein, du gehst nach oben. Da wo nichts ist. Wegen der Blume. Wegen meiner Blume. Da wo nichts ist, da ist dann meine Blume. Entscheide dich mal für eine Richtung, hallo. Meine Blume. Wollen wir zu Wasser gehen? Blume, Blümchen. Meine Blümchen. Nennst du deine Blümchen Benjamin? Wo man donaten konnte, ohne zu bezahlen. Ja, das war schon mega. Du weißt ja, wie ich aussehe, damit du mit dem Bier die richtige Person triffst. Guten Abend, Bubbles. Grüß dich, schön, dass du da bist. Oh, ich freue mich. Guck mal, so viele Leute gerade da. Ich habe jetzt nicht auf den Zähler geguckt oder so. Einfach nur so, weil schon so viele gesagt haben, hallo. Oh, das freut mich voll. Und das mit Donaten, ich meine, ich freue mich über Subs, aber ich freue mich auch einfach, wenn ihr da seid. Hexe ist das beste Beispiel. Hexe kann hier gar nichts haben oder so. Das ist voll okay. Das ist halt nicht das, worauf es ankommt. Ich meine, der Stream lebt einfach da. Das Spiel ist nicht so interessant, wenn jemand da ist zum Quatschen. Ihr macht hier mindestens 80% des Streams aus. Von daher, ja, gönnt euch. Also müsst ihr echt nicht schlechtes Gewissen haben oder so. Ich freue mich da echt tierisch, wenn ihr regelmäßig da seid, ist bei mir, ja, boah, guck mal, einer meiner Besten, so, ja? Hallo, ich treffe nichts. Ich darf noch kein Bier, sorry. Nicht wir unterhalten euch, ihr unterhaltet uns. Ja, genau so geht's. Ich habe auch nichts getroffen, aber guck mal, im Wasser trifft man schon ein bisschen leichter. Oh, die fliegen voll weg, siehst du das? Ja, ein Stück Fleisch fliegt weg. Ein Stück? Ja, guck mal, wie viele Stücke. Rippchen, ja. Rippchen. Ripperino. Wie hast du das gemacht mit den... Hat Bowie. Was? Ah. So sind wir durch? Ja. Okay. Wollen wir nach unten? Am besten die Straße. Weiß ich nicht. Unterschiedlich. Ich achte nicht mehr drauf, um ehrlich zu sein. Okay. Sonst, ich bin da ein bisschen frustriert sonst. Ja, weil manchmal ist halt nicht so viel los, aber ich gucke einfach, wie viele Leute schreiben denn. Und dann reicht mir das, wenn so ein paar Leute anwesend sind. Guck mal, wir müssen mal nebenbei bei Nock noch reinschalten und dann gucken, ob der Herr Eisregen über uns her sieht. guck mal, die leveln gar nicht vernünftig. Wieso tun wir doch? Mit einem besoffenen Schal ist echt anstrengend. Aber ich weiß nicht, wenn so eine Profispieler wie Eisregen und doch Eisregen, ich finde schon, dass du so Profi-like spielst, denn ankommen und mit uns leveln, dann denke ich immer so, ja, passt nicht so ganz. Die wollen so fortschreiten und schnell groß werden. Wir quatschen. Also Tim ist mindestens 18, weil das ist ein 18er-Stream und deswegen, egal wie alt du bist, Tim, aber du bist mindestens 18. Heute gibt's Freibier bei Niago oder warum das Festchen? Ja, vermutlich. Ich übergieße einfach Leute mit Bier, vielleicht kommen dann mehr Zuschauer. Sie führt Leute ab. Ja, ich fülle Leute ab. Guck mal, ich würde gerne wirklich Bier verteilen können. Ach ja. Also nicht ausschließlich Bier. Dana Mausi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Mir hat Hexe mit Schokolade gefüttert. Ah.
So. Da, 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 Guck mal, da. Sylvanas gammelt hier rum. Mache was Produktives. Oh. Was? Die lästern. Muss eben über Baui und Niago lästern. Die wollen sehen, ob ich das mache. Und Risswitz, so darf ich mit lästern. Nein, darfst du nicht. Nein, das nicht. Alles notiert. Oha. Ja, wer macht eigentlich mehr Unsinn, du oder ich? Ich. Okay. Oder du? Hey, Das Retail auf dem hat Arm. gewonnen. Bei was? Hat. Retail hat. Ja, ich mache mal eine Abfrage um 20 Uhr, welches Spiel ihr sehen wollt. Gingo. Gingo, ist doch richtig, oder? Welche Und Spiele haben wir das? ja, und dann kommt halt das, was gewonnen hat. Retail ist. Hat heute gewonnen. Aber was mich freut, weil ich will ja auch ein bisschen weiterkommen. Ja, du lässt falsch. Nein, ich laufe richtig. Ihr lauft falsch. Ah, da, 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 da. Hängen! Ah, danke schön, Gingo. Dankeschön! Erzähl mal, was streamst du denn so? Auch Retail? Ah, die Musik ist bei mir einfach super laut, bei euch ja kaum vorhanden. Ah. Da, 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 da. Also ich warte hier auf dich, ne? Wieso bin ich nicht richtig? Ja, gut drauf auf der Karte. Ich bin doch richtig. Ja, was? Ich bin doch Du direkt hast die hier. Quest. Wo wartest du denn auf mich, wenn ich neben dir stehe? Das ist doch Boah. gar nicht deine Quest. Was? Das ist nicht deine Quest. Wo bist du denn? Hä? Ich bin hier unten. Du bist da unten, ja? Ich liebe Pleister. Was? Na, süß, hier wird man noch persönlich. Ja, die Leute sind toll hier. Habe ich auch schon festgestellt. Kenne ich gar nicht. Was ist das für ein Spiel? Was für ein Spiel? Flight Sim. Flight Sim. Okay. Flugsimulator, meine Güte. Nee, ich mag alle Simulatoren. Ja, das war mir auch irgendwie schon klar. Der Name sagt ja für sich schon. Und du bist auf Simulatoren spezialisiert, oder? Weil ich wundere mich, weil du hier auf Retail drauf bist. Wir haben eine virtuelle Airline und fliegen mal hin und her. Ah ja. Hat einer meiner Zuschauer auch, der spielt, aber nicht das Spiel, sondern so ein anderes. Guck mal, kannst du dich noch erinnern? Hier waren so früher Werwölfe. Ja, diese Quest ist was so bescheuert. Ich habe den letzten Quest-Item eine halbe Stunde lang gefahren, den letzten. Ja, WoW und Simulatoren. Ah! Guck, Hexer hat direkt gefollowt. Ha, Ich bin direkt, schön. direkt sympathisch, ja. Ja. Erinnert euch an den Tag, an den Bababab. Okay, wir standen hier mitten im Feuerwerk. Ja, du bist halt unbesiegbar. Du bist unantastbar. Dann siehst du mich bei meinem nächsten Flug. Einmal. Wohin geht die Reise? Geh auch mal Kannst kurz hin. du nach Kirgisistan reisen? Kannst du mir sagen, ob die Mongolen endlich gewonnen haben?
Da, 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 da. Nein, nicht alles stalken, ist mir peinlich. Ah, guck mal, oh, wie schön. Jetzt erst recht stalken. Ja, jetzt erst recht stalken. Jetzt wir sind voll die Stalker-Community. Guck mal, ich stalke, er hat seine Karte. Weil ich mach das nämlich. Februar 2014. Ah. Wo folgt streamt er mit Cam? Bist du ein Cam? Wo bist du denn da hinten schon wieder? Ja, Eisregen gehört zu keiner Community. Eisregen ist unabhängig. Ja. Muss ich dich ja, hab die Cam meist an. Auch cool. Dann lasse ich mich überraschen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hier bin ich. Willst du mir Folgen machen? Wir sind Folgen. Ich lauf dann. Tja, das ist eine gute Idee. Ja, ich du weiß. Läufst, ich folge. Oh, da ist ein Schaf. Ja, ich hab früher ohne Cam gestreamt, das fand ich auch voll okay. Ist auch voll okay. Ist zwar nicht Top gut. Top Eisregen. Ist zwar nicht gut, nur befriedigend, aber ist halt ganz okay. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Stream? Ja. Wo ich nur testen war und alle Leute ankamen. Ja, Eisregen macht das immer mal wieder weg und wieder da und dann mal wieder weg und dann doch wieder da und... Aber er darf als Strafe, darf er immer Werbung gucken bei mir. Mach mal an, nicht was. Ein typisches alkoholisches Getränk, brauche ich gerade nicht. Oh, du streamst, das wusste ich nicht. Mit Cam. Okay. Oh, guck mal, sie nimmt uns einfach. Die ist schon ein bisschen fülliger, ne? Also. Ja. Ja, gleich. Wirst du gleich sehen. Inventar ist voll. Die mit uns herumfliegt? Ja, guck mal, guckst du dir mal von unten an. Ist ein bisschen fülliger. Nö, geht doch. Ist doch voll okay. Naja, ein bisschen fülliger ist wie die Untoten. Auf jeden Fall. Ich habe nicht gesagt, dass das schlecht ist. Sie sieht ein bisschen aus wie ein Digimon. Ja, stimmt schon. Das weißt du. Wie Angelwurmon oder so. Digimon, genau. Ah, oh, spielst du auch Blatt? Bald Plans gegen Zombie in WoW. Kann ich machen, Schnappli. Ich habe mal probiert, dass er viel zu anstrengend. Das Ding ist, ich checke das Cam. Ich verstehe das Game nicht. Vorhin doch keinen Ärger bekommen wegen dem Schlüssel. Ah, warum solltest du auch, Hexe? Du musstest ja da rumstehen. Gleich mal Familie anschreien. Wo wart ihr so lange? Oh, was ist das denn? Ach, wie viel Peterlinse da braucht das schon. So, meine Eltern haben mal gelernt, dass ich echt zu naiv bin. Also so, ich kam auch einmal nicht rein und meine Nachbarin, mit dem wir noch nie was zu tun hatten, kam so und meint, ja... Möchtest du reinkommen? Ich habe Süßigkeiten und ich bin reingelatscht. Und ich habe aber wirklich Süßigkeiten bekommen. Oh, aber so im Nachhinein denke ich mir so, ja, du hättest vielleicht, sie war komplett fremd. Du hättest sie eigentlich nicht folgen sollen. War vielleicht nicht so gut. Aber ich meine, ich habe Süßigkeiten bekommen. Sie hat mich richtig voll gefuttert. Also, ja, sie hat mich richtig voll gestopft, bevor ich wieder nach Hause So, kam. Aber das war toll, aber sie ist jetzt leider nicht mehr. Jetzt haben wir so einen tollen Ersatz bekommen, so einen Nachbar, der uns hasst. Kiffer. Ja, spiele ich auch, Classic. Aber momentan nicht so. Ist das gebrockt?
Da, 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 da. Spielst du eigentlich Horde oder Allianz, Ginkgo? Da unten muss noch was sein. Oder? Kann sein, ja. Eine Quest haben wir fertig. Jetzt müssen wir Wolfsbann. Horde natürlich. Welche Rasse? Oder mehrere? Oh shit, die sind Elite in Jagd. Ich brauche Hilfe. Nein. Oh, lass mich. Gibt's keine Hilfe. Das schieb ich hin. Oh, guck dir diese Füchse an. Sie sehen ja schnuckelig aus. Die Füchse? Ja, hier ist ein blauer Fuchs. Wo wird hellblau? Ah, ich glaube, ich weiß, ja. Es gibt die als Mount. Habe ich bei jemandem gesehen aus dem Stream. Echt? Trollblutelf, Classic Troll und Untot. Zandalari Troll oder der normale Troll? Also warte, Classic Troll, okay. Da, 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 da. Einfach Emotes. Wie machst du das, Hexe? Ja, einfach nur Emotes im Chat schreiben. Und sie tauchen im Stream auf. Ja, yeah! Ich finde das voll cool. Ich finde das wirklich voll cool. War eine tolle Idee, finde ich. Da, 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 da. Einfach, top. Habe ich einfach wo falsch geschrieben? Habe ich einfach bei Scully reingepostet? Ah, ist ihn nicht so schlimm. Scully, der okay. Weiß, dass ich verbrobbelt bin. Verbrobbelt. Oh, verbrobbelt. Ich bin hier fertig. Das ist, wenn man nebenbei einfach Streams guckt, während man streamt. Ja, ja, psch. Aber ich muss ja so Leute auskundschaften. Selina, Glückwunsch, Level 36. Ihr könnt auch euer Level erforschen, indem ihr Ausrufezeichen Level schreibt. Da, 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 da. Ich schreibe auch öfters Stuss, weil ich 5 Streams auf habe. Ja. Ah, ja. Oh, guck mal, er ist Rang 183 bisher. Wer? Ginkgo. Er ist auch seit 10 Minuten dabei. Ja. Mach mal schneller. Nein, Spaß. Guck mal. Ich glaube, wir hätten die Quest. Ja, machen wir sowieso gleich. Müsst ihr das machen sollen. Musst du es nochmal schreiben. Manchmal ist so ein Abklingzeit, dass die Leute nicht. Spammen. Überfliegen, ja, nicht so viel schreiben. Guck mal, Tim Roft ist jetzt Rang 100. Er ist jetzt mein Rang 100. Ginkgo Kappagen haben wir absichtlich deaktiviert. Weil es Flex verursacht. Nein, ich kann nicht drauf sitzen. Ach, ich bin im Kampf. Das geht nicht im Kampf. Ich bin im Kampf. Ich will da draufsteigen. Ach ja, das ist cool. Das heißt, in Zukunft, wenn du den Chopper hast, werde ich dir folgen. Ich setze mich einfach auf dein Motorrad und du fährst los. Nein, das müsste ich aber erstmal haben. Also, reiten. Steig auf. Wie, ich steig auf? Rechtsklick. Und jetzt ist mir weiter da. Ich liebe dieses und diesen Mount. Oh, guck mal, sie haben den schon gekillt. Nein. Hier ist eine Kiste, wir müssen nichts killen. Alles klar. Also, wir leveln, wir machen keine Dungeons. Oh. Keine Dungeons, ne?
Weiß ich nicht, wir können auch Dungeons machen, mir ist das egal. Wir können ab und zu mal einen Dungeon dazwischen schmeißen, dass er nicht so auffällt. Dass es nicht so auffällt, sag ich dir. Dann lass mal gucken, weil wir finden sofort eine Gruppe, wir haben Tank, wir Wer haben ist der keinen Imba Heiler mehr. Blutelf bei dir? Ich weiß es nicht. Das ist... Tyrallion? Tyrallion ist Oh, doch... Nikolatis, ah! Genau. Guck, ich weiß was meistens gar nicht. So, wer ist das? So, ja, irgendeiner. Willst du auf Heiler switchen? Wieso? Ja, dann finden wir sofort eine Gruppe. Na, Wieso kann ich nicht abnehmen? willst du, dass ich jetzt Innis mache? Willst du Inis machen? Wenn ja, dann. Das Ich würde war eine lieber leveln Frage. halt. Nee, ich würde lieber questen, aber wenn du Inis machen willst, Ja, dann machen wir genau. Inis. Der Mage ist gerade mit mir in Teamspeak. Wenn du willst, ich bevorzuge immer leveln. Du bevorzugst Ja, eigentlich du hast nicht. mir gerade gesagt, ich soll umswitchen, weil du. Weil du gesagt hast, wir sollen ein paar Levels dazwischen schieben, ein paar Dungeons dazwischen Nein, ich schieben. meinte so, wir können mal ab und zu einen Dungeon dazwischen schmeißen. Ich habe da Was oben eine beweist, dass Quest. ich nicht so Lust drauf habe? Dann lass uns da weiter questen. Ich habe da oben eine Quest. Nein? Ja. Nein, Der Quest. Mage ist doof, hat Eisring geschrieben. Ja. Ja, der Priester hier ist auch doof. Sind sie nicht alle? Aber ich habe oben eine Quest. Aber ja, der hat da oben eine Quest, Ich habe eine Quest. da. Oh, Korok, der Koloss. Ja, das ist hier, da steht der Krog, der Koloss, Ja, der aber uns befreien Nikolatis will wird. nicht. Ich kann euch Nikolai. auch durch Ignis ziehen. Ja, guck mal, das ist toll. Wenn ich jetzt anmelde, dann ist Eisregen bestimmt sauer und sagt so, nein. So, nö. Er will ich nicht. Da hat jemand Ah, guck was gegen mal da. Klein. Da hat jemand was gegen Stoffträger. Aber wir haben die Quest noch nicht. Nein. Lass uns die Quest holen. Quest. Eine Quest. Nikolatus, du kannst auch in Discord kommen. Ich meine, deswegen existiert der Channel. Deswegen sind sie auch hier drin und nicht irgendwo anders. Ja. Das wären wir halt im anderen Discord, wo. Ja. Wenn du Sind ja nicht. möchtest, ist nicht verboten. Phew. Auf welchen Realm Phew. spielst du eigentlich gegen Co? Retail? Zufällig auf unseren. Wir sind auf Thrall. Aber ich glaube, du kannst ja eh auf jeden. Oder? Ist das nicht so? Wir sind echt sehr neu. Ist es nicht so, dass du überall irgendwo anfangen kannst? So mit irgendwie. Wo ist denn hier die Quest? Die Quest ist nicht da. Ich glaube, ja, okay. Vielleicht kriegt man die Quest, wenn man ihn tötet. Der Stream-Channel ist doch Passwort. Nö. Nee, Ja, nur deswegen einer. sind. Nee, deswegen sind wir hier. Brabbel. Damit Warte, auf ich. welchem Channel sind wir denn? In Stream, genau, in Stream, komm einfach rein. Komm Es ist einfach rein. beschränkt auf 10 Leute, aber nicht passwortgeschützt. Ich greife den jetzt an. Den lege ich alleine. Schaffe ich schon. Wünsche ich mir viel Glück. Moment, ich habe gar keine Attacke schon wieder. Hallöchen. Da. Dann platze ich hier einfach mal rein. Ganz ungebrochen. Ja, Nick ist da. Machst du es richtig? Hey, yo. Hi. Guck, dann hast du auch. Also uns hörst du zumindest. Ja, Ja, du siehst war. uns ja auch. Also von daher, Ja, ja. das Problem war, es war immer von dem, was im Game gerade passiert und im Stream zu verfolgen, sehr zeitverzögert. Und als ich schon irgendwie auf dem halben Weg in die andere Richtung war, kam dann die Ansage, wir müssen den Mob da töten. Ja. Stimmt, wir mussten den tatsächlichen töten und nicht Ja, ich habe einen jetzt aus. ein Quest-Item erst bekommen. Ja. Tatsächlich. Okay, dein Mount ist cool. Lass uns die. Wir abusen dich jetzt. Dann Mammut. Yep. Draufsteigen sofort. Flauschetaxi. Der kostet 10.000 Gold, oder? Nein, das hier ist ein Drop tatsächlich. Aber es gibt das in verschiedenen Farben. Es gibt eins zum Oh. Kaufen oder sogar mehrere. In Dalaran gibt es einen. Das Problem ist, es hat nur einen Zweisitzer. Das ist der hier zu Fuß, das ist gemein. Ob Aber man er die hat. hören will, ist fraglich. Er hat die beste Mobility, alles gut. Guck mal, wie er es hier nach vorne räumt. Was hast du eigentlich an? Die Waffe sieht cool aus. Ja, ich bin ja eigentlich 120. Ich habe jetzt hier dieses Gruppensynchronisationsdings mal ausprobiert. Und wie ist es? Es ist lustig. Es ist halt quasi, ich bin jetzt halt quasi, also runterskaliert. Ja, das ist gut. Und passt es? Ups. Guck mal, der hat doch hier T6 Gian, oder? Nein, das ist T8.
Oh Gott, 19, 20, ich frage mich nicht, das war irgendwann aus Legion oder so. Nein, nicht du, nicht du, ich meine den NPC. Was du an hast, weiß ich. Achso, der Untote meinst du? Ja. Das guck mal, wenn du heilst, heulst du ein Buch raus? Oder ist das nur bei Heilung? Das ist T6, PvP, T6. Okay, dann hopp hopp zum Fragezeichen. Oder ist Niago noch nicht da? Ach, da ist Niago. War voll cool. Ich frag mal Eisregen. Habe ich Schnabeltier begrüßt? Hallo Schnabeltierchen. Er hört uns sagt. Guck mal, Ginkgo ist jetzt Level 1. Gratuliere. Jetzt. Ist er jetzt. Nee, noch ein bisschen, dann ist er auf Platz 100. Level up. Yeah. Möchtest du eine Ini laufen? Okay. Do you wanna run a dungeon? Nö, gar nix. Wenn du aber zum Top 10 gehörst, wirst du oben rechts angezeigt, je nachdem, wo es steht. Und wenn du Top 2 wirst, dann wirst du da, wo Les jetzt steht, Lestarius, dort dein Name sehen. Wir stehen einfach auf Minispieler. Ja, das ist einfach nur so ein Nebending. Und allerdings, wenn man flamed, dann, also wenn man zu viel auf einmal schreibt, macht es keinen Unterschied. Du musst halt nur aktiv da sein und auch Hallo geschrieben haben und so. Also nicht unbedingt Hallo, aber so irgendwas am Anfang geschrieben haben. Und dann kriegt man halt immer, wenn man zuschaut und ab und zu mal was schreibt, dann kriegt man halt die ganze Zeit über XP und dann levelt man. Ich werde Top 1. Top 1 kann man leider nicht werden. Weil Top 1, ja, Bowie ist hier immer, wenn ich streame. Ich habe ja... ja, regelmäßige Streamingzeiten und er ist halt immer da und er hat schon so viel Abstand zu jedem anderen. Den kann man leider nicht einholen und weil er hier Mod ist. Ja, Bowie ist selbst da gewesen, wo er ein Date hatte. Also ja, ja, den kann man einfach nicht einholen. Deswegen, ja. Und deswegen habe ich auch gesagt, der Top 2 wird dorthin geschrieben, weil es ist so sinnlos, ihn dorthin zu schreiben, weil er ja eh immer da ist. Ich meine nicht, dass ich das nicht schätzen würde, ist total toll. Ich habe einen Moderator, der echt aktiv ist, dadurch brauche ich nicht so viele Moderatoren. Super. Das ist wie als Bauer gegen Gott zu kämpfen. Ja, genau. Ja. Der bescheißt doch. Nee. Oh, Erik, moin. Wie geht's dir? Was machen wir hier eigentlich? Da muss einer sein. Da oben. Wo ist? Bin ich? Da oben. Da oben. Ja, er ist nicht in meinem... Oh, ich kann ihn nicht anziehen jetzt. Was geht bei dir? Oh, diese Taschenplätze. Bäh. Da muss ich auch immer löschen eingeben. Kann man das nicht umgehen? Ich habe hier auch einen Mammut, du kannst sie auch verkaufen. Hier, ich habe einen Händler dabei. Ja. Nein, einfach Transmog. Ja. Ja. Endlich, endlich. Mein Gott. Ich hab einfach nichts Schönes. Doch. Ja. Ich habe ein Kleidchen. Der NPC spawnen neu. Ich würde vielleicht. Ja, lass uns zur Seite gehen. Scheiße. Ja, hat super geklappt. Oh, ich. Hat Eisregen schon irgendwo geschrieben, ob er Inis laufen möchte? Er hat gesagt, er will nicht. Ist Eisregen Hirnblutung? Ja. Dann ja, hat er schon geschrieben, er möchte leveln. Hat er, glaube ich, geschrieben. Warte ganz kurz, ich habe nur 3 Gold, mein Gott. Ah, Moment. Ich will leveln. Aber da drin kann man leveln. Ja, aber es ist halt, also er meint wahrscheinlich Questen, schätze ich mal. So. Ich kann hier gar nicht mehr aufsitzen, hallo, Frechheit. Also ihr so, seid ihr fertig? Warte, dann, nein, warte. Nein, er steht jetzt so eine halbe Stunde hier. Warte.
Es kann sich noch um Stunden handeln. Ja, oh mein Gott, ich gehe dann schon mal. Fertig. Fertig. Da. Ja. Hier muss was sein. So, jetzt wieder LOL-Game. Viel Spaß, Erik. Da. Auf einmal gemacht, voll Bock. Ich critte halt, weil in Classic, ich versuche mal in Classic zu critten, das ist halt nicht vorhanden. Classic ist so Crit-Chance, gefühlt jeder zehnte Mob. Was ist jeder zehnte Mob? Naja, jeder zehnte Mob triffst du einmal kritisch, wenn überhaupt. Achso, wenn überhaupt, ja. Bei Magier okay, wenn du die PvP-Skillung hast, aber wenn du dann auf Ray-Skillung gehst, dann ciao kritische Trefferrate. Abwesend wie. Oh, was ist das denn? Verstärkung der Allianz ist eingetroffen. Wir werden von Großbritannien angegriffen. Sie haben den Brexit angekündigt. Jetzt wissen wir auch warum. Sie wollen uns bloßstellen. Sie wollen uns. Da einsteigen! Ich check's gerade nicht. Ich habe das Teleskop benutzt, aber meine Quest aktualisiert sich irgendwie nicht. Aber doch, das ist Niagos. Ich gucke gerade im Stream und sage, doch, ist doch alles okay. Jetzt verwechselst du mich schon wieder. Hallo, so klinge ich doch gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht so klinge. Wie ich, oder was? Ja. Da ist gewisse leichte Unterschiede. Also ich hoffe mir wurde auch, dass man da einen gewissen Unterschied ja hören kann. Ja. Hoffe ich auch. Soll ich nochmal erwähnen, wann ich anfange zu reden, Bowie? Dass du das nicht verwechselst. Du sagst erstmal so Niago und dann fängst du an zu reden. Ach, ich musste den Cinematic komplett fertig gucken. Oh Gott. Emote-Alarm. Alarm. Oh, Geru, dankeschön. Alarm haben wir. Bei wie viel Bits haben wir Alarm? Weiß ich nicht. Alarm bei 12 Bits. Warte mal. Ich könnte mal ganz fies sein. Moment. Ich bin mal fies. Du Arsch. Du bist sowas von ein Loch umgeben von Arsch, weißt du das? Ja. Was denn? Was hat er denn gemacht? Er hat mich rausgeworfen. Ich hab kurz runtergeworfen. Guck mal, oh, verdammt. Das ist schon unpraktisch, oder? Dass wir hier Alarm! Nicht. Alarm! Alarm! Ah, dankeschön, Bowie. Hast mich gerade erschrocken. Nur ein bisschen. Alarm. Ich find das so geil. Ich auch. Was ist geil? Alarm? Ja. Ich finde die Aussprache voll witzig. Alarm! Guck mal, wir werden heute voll verwöhnt von. Das klingt falsch. Das klingt verdammt falsch. Jago, hopps. Ja, hopps. Ist ja unfair. Ich meine, wann kriegen wir schon mal die Gelegenheit, nochmal so verwöhnt zu werden? Er hat's einfach nochmal gesagt. Weil es jemand noch nicht falsch verstanden hat, ja. Aber ich verwöhne dich nicht, auch wenn du es noch so oft wiederholst. Mein verwöhnt nicht. Er verwöhnt mich, ja. Ich bin gerade froh, dass wir das Mount haben, weil guck mal auf die Karte, wo wir jetzt wieder hin müssen. Ja, aber das Doofe ist, Hirnblutung muss ja auch hin. Wir können es auch anders machen. Ich bring euch jetzt da schnell hin und dann fliege ich schnell zurück und hole Hirnblutung ab. Kann man hier irgendwo Nee, bringt nichts. Ich hab halt einen Mount, warte mal. Ja, stimmt, er hat doch einen Mount. Dann soll er doch sein eigenes Mount nehmen. Hallo? Ja. Ja, ich weiß, das ist das. Sag doch. So ist besser. Warte mal, ich bin gerade voll. Na, Hilfe! Guck mal, die nutzen einfach mal so, die denken sich so, ja, guck mal, Bowie ist alleine. Wieso, oh, so habe ich Steuerung drauf gemacht. Ich bin nicht genauso schnell wie du, ja, oder? Mal gucken. Ich glaube nicht, aber... Tastaturbelegung.
Ach, du bist Level 21, das heißt, du hast erst einen 60% Speedmount, glaube ich. Ja, besser gar nichts, ne? Ja, klar. Jagd ist schon wieder ganz So. weit vorne. Weitere Reaktionsleisten unten links. Ein voller Mage. Hast du Lust, mir das gerade mal zu erklären? Was Was denn? heißt Mage? Baui ist der Mage. Das ist Mage, Magier, seine Wieso Klasse. steigt Heißregen nicht auf? Er will, glaube ich, nicht. Das kann gut sein. Eisregen hat so seinen eigenen Kopf. Na gut, Okay. das ist okay. Oh, da ist noch ein Opfer. Ich meine nicht jetzt, ich meine Worgen jetzt, ne? Ich. Oh, er hat mich Ist Opfer das gut? genannt. Habt ihr Schau. das gehört? Also, Ja, wir haben es alle gehört, ja, glaube ich. alle haben. Aber auf dem Benimmstuhl. Oh, das ist voll schwer, hier Und überhaupt das drauf sind zu wir jetzt sitzen, gleich. Ja, weil. die Walküre sind so ein bisschen im Ja, Weg. ja! Ich hatte gehofft, es ist ein bisschen breiter gebaut. Ja. Nicht, dass ich gegen Frauen mit Ja, Rüstungsrüstung natürlich Frauen hast du gesprochen habe. natürlich nicht. Natürlich, Nein. ja, klar. So kommt Eisregen klar oder so? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und da oben waren ganz viele Schafe. Das ist ein Elite, ne? Wie steige ich auch? Ah, ich meine, die sind nicht so schwer. Boah, diese. Oh, guck mal, die heißen eiskalt Artura. Artura. Mit erklären meine ich, was ihr gerade macht, weil ich checke gar nichts. Das sind Questen in WoW Retail. Aber das ist halt durch C-Variante momentan, denke ich. So, ja. Nee, würde ich nicht sagen. Nein, gar Hallo. nicht. Nur weil uns ein bisschen verwöhnt, ist doch alles gut. Ach, ich verklicke mich schon die ganze Zeit. Oh, geht's jetzt? Dankeschön. Ich komme hier einfach nicht rauf. Alles okay. Zu dicke Ach, es Leute. ist. Es ist Niago zu Fuß unterwegs. Ist nicht schlimm. Jetzt hat sich Hexe doch überlegt. Ah. Jaguar, steig auf. Nein, alles Ich gut. hab einen Wo Mount. müssen wir denn lang? Da? Immer Ja, ich mir. komme hier eh nicht hoch. Alles gut, wir haben Zeit. Boah. Klick, klick, klick. Ah, kurz AFK. Ja. Nein, hier sind Elite-Monster. Jaguar, heil mich bitte. Geht leider nicht. Tut mir leid. Kämpfe bitte. Ah, ich bin kurz AFK, Leute. Bis Ja. gleich. Okay. Dann kriegen Sie einfach mal aufs Maul von mir. Baui, Baui, los, kämpfe. Sonst kriege ich vielleicht Blutflecken an mein Kleid. Das wäre nicht so schön. Oh mein Gott, sie kriegen Oder so Blutflecken an ihrem Kleid. Gedärme landen auf mir. Das wäre auch nicht so schön. Ich dachte, du stehst auf sowas. Ja, aber jetzt gerade von dir so. Guck mal, wie viel ich geschiebt habe. Auf einmal. Eine Schafsherde. Ja, ich habe Sanftmütiges alle. Schaf. Ich habe alle geschiebt hier. Hast du gut gemacht. Danke. Doch nicht so unbrauchbar. Da sind noch mehr, die du schieben kannst. Nee, sie dürfen ruhig weiterlaufen. Musst du so ein Messer nehmen, zu den Schafen rennen und uns Schafsgulasch machen? Nee, du weißt ja, in dem Moment, wo sie sterben, verwandeln sie sich zurück und das will keiner. Wollen wir Waren weiter? das vorher Wurgen? Ja. Ja, okay, die kann man auch essen. Schieb sie alle für mehr, bist du nicht da. Doch! Baui ist für so viel mehr geeignet. Er Ich kann habe. in Lava sterben, er kann aus Höhe sterben und nein, aber Baui ist schon ganz gut da. Freue ich mich immer, wenn er da ist. Also immer. Wow, Jeden zwei Tag. von. Oh Jeder nein! Tag ist. Er stirbt! Wer? Nein! Wer? Ja, wer denn? Nein! Wen haben wir zurückgelassen? Nein, wir haben ihn zurückgelassen. Baui, warum hast du ihn zurückgelassen? Okay, er ist tot. Das ist nicht so schön. Ja, das ist ein bisschen, ja. Wir erzählen jetzt eine epische Geschichte, warum er dort. Wir so, ja, wir wollten dich retten, aber sie haben Ach, uns weg. Sie haben uns weggezerrt von dir. du sagst eh wieder, Bau ist schuld. Ja, stimmt, das könnte ich auch machen.
Was machen wir? Bist du jetzt dahin gelaufen? Ja. Kannst du wiederbeleben? Ja, kannst du, echt. Guck mal, wie toll. Ich kann mich selber nicht wiederbeleben, aber... Guck mal, was ich kann. Ja, dann helfe mal. Hier kommen zwei nicht so cool. Okay. So, welche Ausrede klingt am simpelsten und am glaubwürdigsten? Bowie wollte mir zeigen, wie gut er heilen kann. Wie gut er geschiebt hat. Dann bin ich hingegangen, um die Schafe dort zu kontrollieren. Und dann haben dich ganz übel irgendwelche... Das klingt sowas von gestellt. Echt? Okay, da Bowie hat da, ist einfach nach vorne gelaufen. Tausende Monster haben ihn angegriffen. Ich bin also mutig nach vorne geprirscht, um ihn zu retten. Und während ich dort beschäftigt war, sah ich nur im Hintergrund, dass dich auch welche angegriffen haben. Und dann bist du gefallen und ich bin extra zurückgelaufen. Das ist viel zu lang. Ich sag einfach, Bowie ist schuld. Passt es schon, der andere kann er sich dann zusammenreißen. Guck mal. Was denn? Ganz sehr viel machen. Mit Nick. Yeah. Ah, guck mal, ich stehe so hinten. Oh ja. Hui. Nein! Was war das? Hat's gesuckt? Hat's gesüschelt durch die Beine? Ja, was? Ja? Was? Was? Was hast du gerade gesagt? Ich habe gefragt, ob es gesüschelt hat durch die Beine. Das war ein bisschen windig, ja. Ja. So. Muss man das... Hallo, Eisling, hört auf, ein schlechtes Vorbild zu sein. Das hast du schon gut gelernt. Bowie ist immer schuld. Ah. Aber Bowie hat auch schon voll den Fanclub hier. Einige wollen Kinder mit ihm haben, andere wollen... Hundewelpen mit ihnen haben. Echt? Ich würde gerne wissen, wer das ist. Granate? Was? Guck, Selina hat auch geschrieben, immer. Guck mal, ich habe eine Geisterkatze als Pet. Voll cool. Ich habe ein krankes Eichhörnchen als Pet. Top 50 heute ist drin, oder? Komm, ich weiß nicht, müsst ihr mit. Und wer mag mich knuddeln? Jeder, der hier ist. Schabli. Oh, dann zerdrücken wir ihn mal. Wir zerdrücken? Wieso? Wir müssen ja nicht so fest drücken. Das sagst du. Ich drücke immer fest. Ja, deswegen bist du auch noch Single, weil bisher alle Frauen, die wollten, hast du zerdrückt, Bowie. Ja, haben nicht überlebt. Ja, haben nicht überlebt. Das ist so in etwa wie jetzt Nick. Das sind einfach zu viel Liebe. Haben nicht lange mitgemacht. Und Bowie sagt, dass man ihn liebt, ist schon fast so ein Todesurteil. Weil dann kommt das so an und sagt, ah, der Letzte, der das zu mir meinte, ist leider gestorben. Und so, ah, und dann, ah, was höre ich denn da? Knochen, die knacken? Oh. Kennt ihr die eine Folge von Overlord, wo er die Bowie Adina? Ist wie die schwarze Witwe. Ja, genau. Welches? Von Over? Bin ich genauso sexy und gelenkig? Ja, das bin ich. Ja, das ist er. In meinen Vorstellungen. In seinen Vorstellungen. So eine Schlange, die dich dann erdrückt und dann deine so den Körper von denen auffrisst und sich in seinen Hals steckt und so runterwirkt. Guck mal, wie lange hier Nick seine Eier schaukelt. Ja, wahrscheinlich kommt er heute, wahrscheinlich sollten wir weiter questen, sonst stehen wir hier. Ja, weil du hast ihn ja gerest, mehr kannst du nicht machen. Die Fibrillatoren sind weg. Ja. Mehr können wir echt nicht. Mehr kann er echt nicht erwarten. Länger als eine Minute dort rumstehen? Nein. Das würde doch niemand machen. Hallo? Das ist Zumutung. Zumutung.
Wahrscheinlich hast du ihn schon erdrückt. Ist einfach instant. Ja, so. Rollenplayer. Er hat so gedacht, oh mein Gott, mein Char ist tot, jetzt fange ich neu an. Wiedergeburt. Und jetzt wartet er. Guck mal, ich habe eine Schafsherde gefunden. Warum sehen die eigentlich... Guck mal, die sieht fetter aus als die früheren Schafe. Habt ihr das schon mal gesehen? Ja, werden gemessen. Wahre Schafe haben Kurven. Das macht so gar keinen Sinn. Hast du jetzt alle Schafe umgebracht? Ey, du bist so ein schlechter Magier. Ich hab die Schafe nicht angerührt. Was ist los mit dir? Ja, ja. Ich bin ein Schaf. Weißt du, du. Ich erschaffe sie. Wisst ihr, was er macht? Wenn ich irgendwo einen fast kaputt gemacht habe, dann schiebt er ihn und sagt, ja, schieb! Und dann haut er wieder drauf, nachdem das Ding wieder hochgeheilt ist. Einfach pur, da will ich nicht runter. Hurra, diese Welt geht unter. Ja, ich habe Linzel nicht überlebt, das. Es ist so süß wie Anfänger. Also nicht Anfänger, aber so Leute, die das noch nicht so lange kennen. Mit den Smileys so Freude daran haben. Ah, oh, das ist schön. Weißt du, was mir an dieser Quest gefällt? Was denn? Keine Ahnung, erinnerst du dich an diese Geschichte? Ich passe gar nicht auf, was es hier gibt. Weil Sylvanas für sowas von denen auf die Fresse bekommen. Und genau das gefällt mir. Weißt du, wen wir gerade retten? Nein. Das ist der Endboss aus, wie heißt das? Verlies. Moment, wie heißt das? Schattenfang, Burg Schattenfang. Der Endboss. Das sind quasi drei Barone und der Grafe gewesen. Die sind jetzt gestorben. Sylvanas hat sie wiederbelebt, weil sie kontrollieren wollte, weil sie stark sind. Und sie hauen ihr einfach mal eine rein. Weil sie es können. Mit einer Pistole. In den Bauch. Mann, der stärkste Spieler von uns ist einfach schon mal down. Also Eisringe, Respekt, dass du noch lebst. Bei uns. Guck mal, dein Smile sieht so aus, als würde er gerade auf dem Klo sitzen und pressen. Ja. Tut er bestimmt auch. Zwei sehen so aus. Man darf aber nicht so sehr pressen, sonst kriegt man noch, wie heißt das? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wie hieß denn das nochmal? Wenn man nicht mehr sitzen kann. Warte, Google. Ah, oh, bitte nicht. So stark. Nein, nein, bitte nicht. Starkes Pressen beim Stuhlgang kann gefährliche Folgen haben. Ja. Ich will das nicht hören, Bowie. Oh, ich merke gerade, wie bei mir alles wegfällt bei mir. Oh, du bist so scheiße, Bowie. Du bist so scheiße. Siehst du dein Hintern schon? Hä? Was? Nein, ich krieg Kreislaufprobleme bei sowas, du Idiot. Ja. Kann ich vollkommen nicht nachvollziehen. Was ja, bei mir war Bio früher schrecklich. Ich bin einfach jede Stunde umgekippt, weil sie über irgendwas Ekliges gesprochen hatte. Ja, nicht so cool, weil ich bin ein sehr mitfühlender Mensch. Das heißt, ich stelle mir sowas immer automatisiert, warum auch immer ich das tue, immer direkt vor. Wenn so ein Horrorfilm, jemand verliert den Arm, dann ist so, oh, Bowie! Ah, oh, viel zu laut! Ah! Oh. Und dann sitze ich da und hab plötzlich Armschmerzen. Dankeschön, Bowie. Bitteschön. Ja. Kannst du ruhig ein bisschen auf der Werbung für machen, weil. Ja, hier sind richtig tolle Bits. Für jeden Bit. Also nicht jeden. Aber wir haben so eine tolle Liste am Ende. Hier irgendwo unten, das ist eine Liste, wenn man ein Bit spendet, kriegt man den einen Ton, wenn man den zweiten Bit spendet, den anderen und so weiter. Also wenn ihr so verschiedene Töne mal hören wollt, dann ja, was sollen wir hier machen? Das sind die drei, guck. Das sind die drei Bosse aus Burg Schattenfang. Warte.
Guck mal, du wirst ja gleich erkennen. Du wirst ja gleich auf jeden Fall erkennen. Jawohl, kenne ich doch, natürlich. Der den, eine, der sich gewürgt hat und du gesagt hast, ach, Hertha, bitte. Nee, das hast du gesagt. Aber den fand ich auch am schönsten. Der mich gewürgt hat. Der dich gewürgt hat, ja. Weil er mich gewürgt hat. Nein, weil er so ein, hat ein schönes Gesicht gehabt. Da gerade. Wo sehe ich sie denn jetzt, dass sie hier... Da. Ja, okay, sie kommen wieder. Sie sind jetzt gegangen, um Kleidung zu suchen. Um Kleidung zu suchen. Ich fand, sie hatten schon gute Kleidung an, aber wahrscheinlich so Zigaretten kaufen. Was ist so, Nightscare? Ja? Ist das was Perverses? Ist das Versautes? Das weiß ich nicht. Warte, ich kenne nichts Versautes. Nightscare. Ich bin absolut unschuldig. Nightscare, auf die Welt gekommen. Das sind Filzstifte. Das ergibt jetzt nicht so... Was? Warte mal. Wir kommen eigentlich nur Müll raus, wenn ich das eingebe. Guck mal, wieso müssen wir auf einmal elementar töten? Das ergibt keinen Sinn. Und warum ist Eisregen schon längst fertig damit? Das ergibt natürlich auch keinen Sinn, natürlich. Absolut nicht. Stellst du meine Autorität in Frage? Ich glaube, ich muss noch mal umskillen, das macht mir nicht so... Shadow ist langweilig? Achso, du bist ja bei Disziplin. Ja, weil du gesagt hast, ich soll... Seit wann hörst du auf mich? Ja, das ist immer schrecklich. Wenn man einmal damit anfängt, dann... muss ich mir gleich wieder abgewöhnen. Ach, wir müssen looten, ja, toll. Baujahr, kannst du mal 3 Bits spenden? Bitte, kein Muss. Was ist denn 3? Okay. Versuch, ist das nicht Yuki? Nee. So. Bing! Kann man so viele Leute trollen? Ja. Wenn man ein iPhone hat, hab ich nicht. Wie, du hast kein iPhone, was mit dir? Welche Autorität? Du hast das gelesen? Ich glaube, ich werde hier ein bisschen unterschätzt. Ja. Bowie ist jetzt nicht mehr in der Ausbildung. Er verdient Respekt. Na, Quatsch, ich brauche doch keinen Respekt von anderen bleiben. Ein bisschen Achtung will ausreichen. Ein bisschen Achtung und Respekt aber auch. Ist Respekt und Achtung nicht das gleiche? Nein? Nee, finde ich nicht. Ist nah beieinander, aber nicht direkt dasselbe. Wobei, ist schon ziemlich nah beieinander. Sind Nachbarn, ne? Na, guck mal. Das ist gerade bei meinem Bruder und er hat auf sein iPhone geschaut. Wie geil. Ja. Hier ist einer. Okay. Bling, bling. Hast du mich Schnucki genannt? Nicht dich, den Wasserelementar. Ach so. Soll ich dich Schnucki nennen? Hallo. Ja, hallo. Habe ich mir auch gerade gedacht. Guck mal, in Rüte. Sind wir schon so weit? Wie, wo, was? Ja. Darf ich dir auch... Nee, das hatten wir schon. Ich darf dir keine Spitznamen geben. Oh. Willst du etwas von mir? Nein. Bowie war letzten Mal beleidigt, als ich dir einen süßen Spitznamen gegeben habe. Ja, Krätzchen, Alter. Was? Ja, ich hab's doch noch. Ich wollte ihr eigentlich wie eine Geschlechtskrankheit nennen. Aber nein, er wollte nicht. Also habe ich Krätzchen gesagt. Krätzchen ist doch voll okay, oder? Also, wenn du mir einen Spitznamen gibst, dann musst du mich sowas wie einen Herkules nennen oder so. Herkules soll oder ich dich nennen. Totales oder ja. Adonis. Adonis, ja, ja natürlich. Adonis, kommen Sie mal her. Ja, damit kann man Leute trollen. Ich bin fertig. Okay, ach, da rein müssen wir. Sehr gut. Wir brechen ja gerne in Häuser ein, ne? Ja, sehr gerne. In fremde Häuser, wohlgemerkt. Nicht in eigene Häuser, das macht keinen Sinn. Macht auch keinen Spaß, in eigene Häuser einzubrechen. Ja. Da kennt man ja schon alles. Bowie ist schon ein süßer Name, ja, siehst du?
Bowie ist ein süßer Name. Kann ich dich Bowie gebe ich mich zufrieden. Hm. Oder ich mit. Ich bin besänftigt. Oder Adonis halt. Ihr könnt ihn halt auch Adonis nennen, ist ihn auch ganz lieb. Weihbaum. Guck mal, hier ist ein Buch und das leuchtet. Namen, die nicht gehen, sind Geschlechtskrankheiten. Ich habe einen roten Kelch. Weil Tauren auf Mounts sehen einfach so lächerlich aus. Ja. Weil sie also riesig sind, wie so ein kleines Baby auf ein Spielzeugpferd. Fehlt noch. Mal weißt du, was auch noch witzig wäre? Was denn? So ein Wurge auf einen Wolf wäre toll. Kann man doch. Oh. Kann man nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Kann man. Es gibt Wölfe, wenn man die tötet, kriegt man den Wolf als Mount. Gibt es? Ja. Gibt es Allianzenwölfe? Ah, guck mal, Gingo ist schon verliebt in dich. Ja, also ist das jetzt Crash Crash. nee, es gibt Wölfe als Mounts und die sind unabhängig von der Rasse. Einfach von der Fraktion, meine ich. Das wäre aber wirklich irgendwie krank, oder? So ein Wurger auf ein Wolf. Das wäre fast schon ein Geschlechtsverkehr. Ja. Oh, ich habe gerade so komische Gedanken in meinem Kopf. Oh, hilf mir bitte. Hilf mir denkst bitte. Denkst du gerade an Furis? Ja, ich denke gerade an Furis. Ich denke gerade an Celina. Und das... Nee, das sollte ich nicht sagen. Oh mein Gott. Also denkst du doch an Plop Plop, oder wie das heißt? Nein, ich denke nicht an Plop Plop. Ich habe an was anderes gedacht. Folg mir. Ah, weg aus meinem Kopf. Du hast den Buff bekommen? Buff? Wo, oh, ich habe einen Buff bekommen? Oh. Was für einen Buff hast du? Wow, guck mal, endlich mein Buff wieder da. Es gibt einen Buff. Wo ist mein... Hallo? Hallo? Ich fühle mich schon gerecht behandelt. Wo ist mein Buff? Ja, wo ist sein Buff? Dankeschön, Ginkgo. Ginkgo, wo ist mein Buff? Wo ist dein Buff? Ah, guck mal, Ginkgo ist schon Level 2. Hey, hey, was soll das? Ich krieg meins erst mit Level 58. Ja. Gerecht. Ist nach ja, Skill-Level. Du löst einfach so weiter, ja. Lässt mich kämpfend. Ja, das ist ja auch richtig so. Oh, guck, ich bin Heiler. Nein, ich bin Heiler. Willst du die Blume nicht aufsammeln? Ich habe keine Zeit für Blumen. Okay, dann laufen wir weiter. Weißt du, wir hätten auch die Straße entlang laufen können, wo es sicher ist, aber nein. Und ich darf Mage dissen. Ich spiele selber ein. Mädchen sind immer für uns sind so. Ja, hier, du bist jetzt ein Schaf. Kann ich eigentlich aussuchen, welches Geschlecht das Schaf hat? Nein, oder? Ist das entscheidend? Ja, natürlich. Stell dir vor, wenn ich entscheiden könnte, könnte ich so viele Sachen machen. Du willst nur weibliche Schafe erstellen. Und ja, die dann verkaufen. Sie würden dann Babyschafe zeugen, die dann, wenn sie sich zurückverwandeln, so Mini-Monster sind. Die ich verwandelt habe. Oh, Bowie erstellt Schweine. War da nicht so, dass man auch so Skills ändern könnte, dass man dann Pinguine statt... Wo bist du eigentlich schon wieder? Weiß ich nicht. Wieso bist du schon fast da? Weiß ich nicht. Du cheatest, ganz offensichtlich. Speedhack. Was, Bowie will Schafe zeugen? Ja. So ein heißes Schaf, das kann man auch nicht nein sagen. Typer, also... Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die so Bilder von Schafen machen mit Menschenkörperteilen und... Ja, du weißt, was ich meine, oder? Ja. Bäh. Es gibt auch Drachen und Menschen gibt's auch. Bah. Ich habe mal ein Bild gesehen, das fand ich auch ziemlich zerstörend. Verstörend. Zerstörend. Ja, auch. Geht da mal mich übergeben. Ja, da war so ein Mensch
Und er hat einen T-Rex geknallt. Und der T-Rex war so groß und dann war der kleine Mensch hier dran. Und hat ihn geknallt. Ich sag, das geknallt, das klingt harmloser. Das ist kein Feuerwerkskörper. Und ich denke mir so, ja, was ist das? Wer hat solche Fantasien? Ich weiß nicht, das schreibt mal hier rein, wenn ihr Fantasien schon mal hattet, T-Rex zu knallen. Wenn ihr so gedacht habt, boah, so gerade Jurassic World geguckt habt und gedacht habt, boah, hat der aber einen heißen Arsch. Dann schreibt mal rein, mich würde das interessieren. Dieser T-Rex was ist für ja, oh, der hat ja so einen heißen Hintern. Denkt man das bei ihnen? Also ich weiß nicht. T-Rex, ja. War der männlich oder weiblich? Ich meine, vielleicht... Weiblich war der T-Rex. Ja, guck, deswegen fand ich den Hintern nicht heiß. Der T-Rex. Jetzt, ja. Ja, Ginka. Wer hat einen heißen? Ja, ich hab mal... Genko, ich hab mal so... Pornmaterial, wo einer... Ein Bild, einfach ein Bild. Ein Bild, ein Bild. Ja, ja. Ja. Ein Bild. Ein Bild, wo einer einen T-Rex geknallt hat. Also so, es war nur so ein Spiel. Ein Mann, also kein richtiger Mann. Also es war schon ein gemalter Mann so. Aber ja, ich habe mich so gefragt, wer steht denn auf T-Rexe? So, gibt's wirklich Leute, die Jurassic World angucken und dann denken, boah, der T-Rex, oh, sein Hintern, der sieht ja so heiß aus oder so. Gibt's das? Also. Oh, dieser Langhals, der hat so langen Hals. Ja, so. Oh. Diese kleinen Stummelärmchen. Oh. Ja. Genau das. Ja, so diese Art von Fetisch wäre mir ganz neu. Ja, merkwürdig, oder? Was es alles gibt. Kreidezeit oder Uhrzeit, Sodomie. Ich finde, das ist so ein... Hallo, was los? Ja, ist schon krank. Ja, es gibt Leute, die... Ach, guck mal, jetzt ist unser Taxi wieder da. Yeah. Aber ich weiß nicht, wohin. Könnt ihr die Knöpfe, wo wir gerade dran sind? Ja, die heißt haben so viele. Praktische Rache und Religios. Warte mal. Und WB, Nick. Hast du bekommen? Ah, nee, wahrscheinlich, weil ich nicht die Voraussetzungen für die Vorquest erfülle. Shit. Nein, okay, hier Blutung zu. Erfüllt nicht die Voraussetzungen. Ja, ja. Schade. Du müsstest einmal jetzt nach links. 90 Grad nach links. Genau jetzt, 90. Genau einfach, genau jetzt geradeaus. Ja, genau so, geradeaus. Da ist zwar jetzt ein Berg dazwischen, aber dahinter. Du musst einfach durch den Berg gehen, ganz einfach. Kann ich dich irgendwie kontrollieren? Kann Nein. ich dich kontrollieren? Nope. Ja, okay, hinter diesem Haus, aber wie kommt man da durch? Ganz schlecht den Weg erklärt, Bowie. Ach, ich dachte, du musst hier nach rechts, glaube ich, oder? Ja, links. Ich meine nicht doch, anderes rechts. Anderes rechts. Dann irgendwo nach oben. Dann irgendwo nach oben, ja. Nein, noch mehr nach links. Also das andere rechts halt. Danke. Und jetzt da irgendwo. Jetzt nach rechts. Nein, nach rechts, ja. Na. Jetzt ist das richtige rechts. Ja, das richtige rechts. Da ich siehst du, da ist ein Durchgang, genau. Ja, ich will nur noch. Ich will nur nicht durch die... Sehr Lust gut. Ach, der Dalaran-Krater. Oh, guck mal, Menschen. Fleisch. Bin ich doch sofort dabei. Miam, 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 miam. Oh. Bist du jetzt abgesprungen? Ja. Ah, dann spring ja auch mal ab. Ein bisschen. Ja, Gehirne und so. Gehirne. Brauchen wir unbedingt... Los, rein hier. Ihr hättet auch durchs Portal gekonnt, das wisst ihr. Jetzt, wo du es erwähnst, natürlich, aber dann hätten wir ja nichts von dieser schönen Landschaft gesehen. Welches Portal? What the fuck, warum? Paui, natürlich wussten wir das mit dem Portal. Stimmt, der Portal. Ja, wir wollten einfach nur, wir wollten es uns nicht so einfach machen.
Wir wollen ja quasi die Welt von World of Warcraft erkunden, vielleicht ein paar Easter Eggs entdecken. Ja, Auf dem genau. Maultaxi, versteht sich das? Ja. Oh, guck mal, hier ist eine Ratte. Nein, tja. So. Weiter. Machst du eigentlich mehr Schaden als wir? Also, nicht weil du eine, nicht wegen deiner Klasse, sondern wegen deinem Level. Nicht unbedingt, weil wie gesagt, ich bin hier so runterskaliert. Meine ganzen Trinkets, Essenzen und alles, was ich irgendwie auf dem Max-Level habe, zählt hier, weil ich quasi runter auf 60 skaliert bin. 60.60. Okay, dann. Guck mal, hier ist ein. Boah, guck mal, der Magier sieht voll cool aus. Tötet ihn, er sieht cool aus. Das können wir nicht zulassen. Er nimmt uns voll die Show weg. Außerdem tut Leck er mit so, den als wäre ein Magiern. Magier. Also er tut so, als wäre ein Magier, als ob. Hat so ein Hexer, oder? Es kann nur ein Magier hier geben, das bin ich. Was ich. 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 So, was machen wir jetzt? Jetzt da unten, ja. Nach unten, genau. Jetzt, ja, nee, anderes unten, genau. Ja, so. Irgendwo da unten. Einfach geradeaus in den Berg rein, so. Einmal über den Berg, unter dem Berg, durch den Berg, irgendwo da. Weil Spider-Man kann das. Wenn Spider-Man das kann, kann Nick das auch. Ja, das schafft er schon. Bau einfach einen Tunnel, damit wir keinen Umweg gehen müssen. Hast du eigentlich einen Flugmount oder kannst du mit Level, wenn du skaliert wirst, nicht fliegen? Doch, ich habe auch einen Flugmount, aber das fliegt nicht so schnell. Das fliegt mit 100%, also verdammt langsam. Aber damit kannst du durch. Ach so, okay, das ist echt verdammt langsam. Aber damit kannst du durch über Berge fliegen. Ja, aber da kann ich nicht Wie zwei Leute sonst? mitnehmen, sondern maximal eine Person. Jetzt musst du. Woher weißt du, wo wir hier lang müssen? Ach, du kannst ja rein theoretisch in Jago Stream schauen, wo wir hin müssen. Nein, das nicht unbedingt, aber ich kann so ungefähr abschätzen, wo ihr das Zeug abgeben müsst. Die Gebiete kenne ich ganz gut. Ja. Echter Profi. Da war eine Blume. Also hier schätze ich mal. So, Nee, jetzt das war für keine Blume. Blumen erhalten. So, Ist das die meinst Stelle, wo. Das ist die Stelle, wo man. Sicher ist. Ist das die Stelle, wo man ein NPC sein kann? Und dann kommen Leute und nehmen von dir Quests an? Was? Es gibt hier eine Quest, da sagt er, okay, dann versuch du mal einen Tag lang NPC zu sein. Und dann stehst du halt rum und da kommen quasi Spieler. NPCs, die sich als Spieler Oh, ausgeben. ich will das auch. Einer ist stark, einer ist voll stark, voll der Angeber und der andere ist voll pessimistisch. Musst du da, glaube ich, sogar machen jetzt, oder? Ja, hier auf das Pferd steigen. Das ist voll cool. Und jetzt sind wir ein Jetzt bist du NPC. jetzt der Questgeber, jetzt musst du Oh, warten. da kommt schon einer. Sieh Da an, ein kommt richtiger gleich. Gewinner aus. Bleib ruhig, Neago. Immer mit der Ruhe. Komm hierher! Ich habe eine Quest für dich! Das ist Kackbohnen. Das ist Ah, Kackbohnen, oder? Kackbuh! Das ist Kackbohnen, cool. Ah! Hi, hi, Hilfe! Hi, ich bin neu hier, eine Riesenkreatur aus weißem Licht und Flügeln hat mich lebendig gemacht. Ich diene dem Banshee-König. Yay! Vielleicht solltet ihr ein Mittagsschläfchen oder so halten. Ich weiß nicht, ob ich Arbeit für euch habe. Oh, danke, ich warte dann hier mit euch. Danke, okay. Okay, wartet mal. Es sieht so aus, als wäre doch gerade etwas reingekommen. Ja, hier auf diesem Papier. Ihr müsst zum Azurschacht südöstlich von hier und euch dort beim Hauptmann Caton melden. Südosten ist in dieser Richtung. Ihr zeigt nach Südosten. Nee, ich würde doch 100 pro nicht nach Südosten nennen. Alter, das ist bescheuert, Norden, verstanden. Norden. Und Questbook. er, ja. Norden. Gleich kommt David. David kommt. Ja, also als nächster NPC. Ja, hier. Ba, 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 ba. Voll der Coole und so. Johnny Imba. Haha, sieht so aus, als ginge der Maus. Das ist Warum? ziemlicher Angeber. Ja. Na, ich habe den Fall des Lichtkönigs gesehen, von Titan erschaffene Wesen sind unter meinen mächtigen Axt gefallen. Als man mich dazu aufforderte, führte ich alleine den Argentum-Kreuzzug im Kampf gegen die Bestien Nordens zum Sieg. Was
die das Vorgebirge zu bieten. Anscheinend gibt es in Süderstaate Ärger. Ich höre etwas über den Aufrührer der Worgen. Vielleicht könntet ihr da aushelfen. Besteht die Gefahr vom Tod und Verstümmelung? Nicht mal ansatzweise. Dann wird Orkus es für euch tun, ja. In Ordnung, danke. Haltet euch einfach nur Richtung Südosten. Mehr Süden als Osten. Wahrscheinlich nicht in der Nähe der Küste. Ja, feiger Questgeber. Bleibt nur auf euren bleichen Pferd, während Orkus der Horde Ehre bringt. Ich werde mit tausenden Schädeln wiederkommen. Voll gut, ey. Johnny Imba ist da zu euren Diensten. Guck mal, wie er heißt, Johnny Imba. Einfaches Wesen, knechtet mich mit euren Aufgaben, die ihr nur... Voll cool. Seht mich an, Markt. Vom Kopf bis Fuß bin ich mit Erbstücken geschmückt und trage Geschenke der größten Helden, die Erzhaus je hatte. Und nun seht euch selbst an. Und jetzt schaut schnell wieder zu mir. Schon besser, oder? Und ja, das Pferd ist aus echten Sternen. Welch sinnlose Aufgabe, die Intelligenz eines geistig eingeschränkten Org unterfordern würden, habt ihr für mich ausgedacht? Nun ja, wir haben ein paar Probleme in den Schlickfeldern, die sich südöstlich von hier befinden. Auf sehr Stillwasser könnt ihr eure Hilfe gebrauchen. Schon gut, schon gut. Was gibt es sonst noch? Das war es schon. Das ist alles? Eine Aufgabe? Mehr habt ihr nicht? Keine Bärenhintern, die man sammeln soll. Keine seltene Pflanze, die ich pflücken kann, damit ihr ein leicht halluzinogenes Tränkchen brauen könnt und nach dem Trinken davon Visionen von der Apokalypse bekommt. Oder vielleicht ist die östliche Population von leicht nervenden, schlecht gelaunten Zinseln so störend, dass man sie bestrafen muss. Nein, wirklich nix. Das war es, Johnny Imba. Das oder gar nichts. Hey, Bubbles. Nun gut, ich werde diese eine Sache für euch erledigen. Ihr solltet hoffen, dass ich bald den Knecht der anderen spielen kann. Oder ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich mich nicht zurückhalten werde, meine äußerst schlechte Meinung laut und bellbreit in öffentlichen Foren bekannt zu machen. Ja. Ah, der Kackbuben war cool. Nein? Fast nein. Nein, sagt sie. Achso. Jetzt sollen wir da selber hingehen? Das ist das harte Leben eines NPC. Gehen wir jetzt da selber hin? Ja. Dann treffen wir die wieder. Aber wir können im Silberwald was abgeben. Zwei Quests. Wie? Ich will die wieder treffen. Achso, ja, dann machen wir hier weiter und kommen irgendwann mal wieder zurück, um Quests abzugeben. Achso, wo denn? Was? Da können wir uns ja kurz hinfliegen. Oder wir fliegen ja kurz dahin, dann fliegen wir zurück und dann sind wir hier und dann können weitermachen. Ja, okay. Lass uns fliegen. Oh Gott, guck mal die Karte. Meine Güte, wieso haben sie das so komisch gemacht? Ihr könnt ja reinzoomen. Hab schon. Stimmt, wow. Da. Das ist ein Grabmal, ne? Ja, Eis drüber. Grabmal, genau. Hat man auf Gräbern gemalt. Was ist das denn? Gilde und Communities. Knock Knock und Co. Was ist das denn? Ja, das ist seine Community. Da müssen wir rein. Da ist nix. Die, da ist nix. Wir haben einen eigenen Channel. Ah, da, jetzt ist da was. Das musste laden. Schwarze Festung brauchst du, glaube ich, noch. Nee. Das wird schon da ganz viel. Ah, ich bin doch falsch geflogen. Da lang. Oh, es ist schon wieder so spät. Die Zeit vergeht einfach so schnell. Wie lange streamst du heute? Ich weiß noch nicht, wenn ich müde werde. Also nie. Also. Ich werde voll leicht müde, das ist leider das Problem. Bei mir ist so. So, oh. Meist denke ich so, ja, ich sollte zumindest bis 23 Uhr machen, aber 22 Uhr bin ich dann so müde. Und dann schlafe ich ein. Aber Bowie hat schon häufiger, der ist einfach eingeschlafen während des Streams. Ohne, dass ihr das gemerkt habt.
Willst du erwähnt haben? Das habe ich noch nicht geschafft. Ach, guck mal, ich habe auch da ganz oben. Kann ich ja, wäre mich auch da noch komisch, mal. wenn du eingeschlafen wärst. Ich meine, Wieso? jemand muss ja reden. Also. Jetzt musst du ja nach unten. Ach, du fliegst schon, du bist aber schnell. Ja. Hallo, ich fühle mich Folge unter Leistungsdruck mir. gestellt. Folge mir, Bowie. Oha, ich bin fast eingeschlafen. Hier schlafen immer alle ein. Ich nehme das nicht als Beleidigung, alles gut. Und das hat einen sehr angenehmen Ihr Stil. könnt mich ruhig mit ins Bett nehmen, um einzuschlafen. Ist auch voll okay. Schlaftablette ist jetzt nicht die schlechteste Rolle, die man haben kann. Der Alles super. Wortlaut war vielleicht ein bisschen falsch. Ja, wie alles. Aber ich freue mich, ich habe schon wieder so viele Folgen von My Time at Portia gemacht und die auf YouTube hochgeladen. Und ja, falls ihr mir dort ein Follow geben wollt, gerne. Freue ich mich drüber. Weil ja, man braucht ja 1000 Follower, um Partner zu werden. Ich würde gerne Partner werden, aber ich brauche halt noch so. Ich habe 11% ungefähr. Habe ich schon. Es ist wenig, ja, aber irgendwann. Quest. Von der rechten Hand von des Irgendwann. von Garrosh ist persönlich. Und Wo nur mal bist so am du? Rande, bei YouTube mache ich halt noch außerhalb von Stream-Videos. Falls ihr mal Langeweile habt oder so, könnt ihr mal drüber schauen. Dead by Daylight und My Time at Portia. Wie und Ba, Langeweile. ba, ba, ba. Ja, du guckst alle meine Videos an. Bowie guckt wirklich, ihr müsst mal gucken, unter fast jedem Video von mir ist ein Kommentar von ihm. Sogar über die alte, wo er noch nicht mal da war, weil er die Nachhinein nochmal anguckt. Ja. Oh, das ist so. Ja, So ich bin halt großes der Fan von dir, Kompliment. weißt du, ne? Ja, voll nett. Nett. Hexe, du darfst nicht schlafen. Doch, darf er. Jemand schreibt was in Discord, wer wagt es? Aber ich merke schon, ich bin erkältet. Bowie ist in love. Oh. Jemand ist gerade, ach, Tim ist unserem Discord beigetreten. Ah, Gibst du schön. ihm Rechte oder? Muss ich ja nicht mehr, oder? Doch, Zuschauer musst du schon geben. Na, gib Er ihm. guckt nur, wer Abonnent ist. Ja, gib ihm. Gib ihm. Ja, klar, gib ihm, Das machst sagt sie. du? Gib Gib ihm. ihm. Gib ihm, sagt sie. Na, fertig. Discord haben wir auch. Könnte auch scheinen. Ich gucke deine Videos halt durch. Ich brauche eine halbe Stunde nach Hause von der Bahn. Und ich sitze dann in der Bahn und gucke mir deine. Du hast ja zwei neue. Du haust ja zwei Videos am Tag raus. Ja. Und die beiden gucke ich mir dann halt an. Gut, Die das Gute ist dauern halt, ich brauche nicht ungefähr länger. zusammen, dauern die wirklich so eine halbe Stunde. Ja, deswegen Also auch. passt also perfekt. Und ich freue mich immer, wenn jemand Kommentar drunter schreibt. Müsst ihr aber nicht machen. Nur wenn es euch interessiert. Und Bowie ist sowieso. Moment, da muss ich nach vorne. Wie sie den Satz nicht ausspricht, damit es mehr Raum für wie heißt das? Illusion? Nicht Fantasie? Illusion. Nein. Beleidigung. Ja, es war ja klar, dass es eine Beleidigung ist. Raum Ah. für. Lauter? Was lauter? Ich lauter? Was lauter? Wer sagt lauter? Das muss dröhnen in den Ohren. Der Bass muss dröhnen. Ach so. Ich guck schon wieder bei was anderen. Ah, ich muss aufhören, andere Chats aufzumachen. Bowie ist ein Ehrenmann. Wieso habe ich hier Quest? Dö. Ja, gut, dann will ich Bowie Ihnen ist nicht zu wirklich ein viel. Ehrenmann. Wirklich total toll, dass er irgendwann hier auf den Kanal kam. Ja, und vor allem, Bowie ist so. Ja, gut. Bowie, wenn ihm was auffällt, dann gibt er so Kritik. Ich finde das Bombe, weil ich sonst von niemandem Kritik Ja, gut, bekomme. redest du viel. Nein, Spaß. Ich Komm mal rede hier so viel. hin. Komm mal hier hin und lerne das Reiten. Dann kann ich mich auf dein Motorrad setzen. Du willst mir das Reiten beibringen? Nein, der Reitlehrer. Der Das. Reitlehrer, wo Ich neben bin dir mir ich jetzt gerade stehe. nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du das. Ja.
Ob ich dann Reitlehrer bin? Nein. Ja. Naja, aber gleich, wenn ich da hinkomme und da ist kein Reitlehrer, dann gehe ich aber sowas von wieder in den Wald. Der Reitlehrer ist, glaube ich, in Brill, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das würde ja passen. Gucken wir mal, ob er wirklich da steht. Aber ich habe auch noch nie einen Untoten gespielt. Ich kenne mich in dem Startgebiet überhaupt nicht aus. Ja, nochmal Glück gehabt. Eine Reitlehrerin sogar. Hallo. Oh, so früh schon 3 Gold zu haben. Unglaublich. Was denn, Bowie? Bist du weggeflutscht? Bin ich weggeflutscht? Nein, ich hab mir. Ich heiße auf YouTube auch so. Ja. Man müsste man auch, ich glaube, kann man da. Ja. Kuckhexe ist klug. Mal sehen. Routerstart neu. Ja, gut, dann kann ich hier Einstellungen machen. Wollt ihr euch eure Untoten röstieren? Nee, muss ich nicht. Das würde mich gerade interessieren. Ist eigentlich unser Server, hängt der zusammen? Ich glaube es nicht, aber mal testen. Feuerstuhl ist doch von. Hoch, Bowie. Hat Bowie der einen ist. Disconnect? Ja, der hat einen Disconnect. Auweia. WB. Hallö. Bebe. Hat's Danke. ihn rausgeschmissen, den armen Bowie? Ja, ich habe jetzt eine IP-Adresse. Ach. Sehr cool, als hätte ich sie nötig. Da. Hast du schon das Reiten gelernt oder hast du also. Ja. Aber ich habe auch so Mammut. Da. Hast du einen Chopper? Also dein Chopper wäre voll cool. Feuerstuhl, oder? Ja. Hatte ich nicht Fiole der Sande? Viele Mounts. Viele Das Mounts heißt, hast du nicht. im Mount Reiter heißt das Sandsteindrache. Das heißt, in der Mount Habe Liste ich nicht nicht mehr mehr. Fiole. Doch, Habe hast du ich gar sicher. nicht. Ja, nee, aber habe ich aber gar nicht drin. Keine Der Ahnung. Sandsteindrache auch nicht? Nee, es ist drin, aber. Ah, mein. Ah, den hast du gar nicht gelernt. Ich Habe sehe es ich gar nicht gerade. gelernt, ja. Oh, weia. Wow. So, jetzt fahren wir einfach weg. Ey. Die sagt so, wir fahren einfach weg, als ob sie mich zurücklassen wollte. Als ob ich mich zurücklassen Ja, lasse. als ob ich das wollte. So undenkbar. Voll cool, das dein. Was musste ich denn jetzt hier machen? Ich weiß es schon nicht mehr. Irgendwas soll hier sein. Ja, egal, Was ich. habe ich eigentlich für Reittiere Na, hier? da habe ich doch. Hässlich, hässlich, hässlich. Hässlich, hässlich. Hässlich. Was ist das denn? Bowie nicht aus Versehen auf eigenem Porträt gucken. Also, da kommt bei uns beiden nur hässlich raus. Ich habe Pegasus aus Hearthstone. Das habe ich, glaube ich, nicht. Hässlich. Ansonsten. Warte mal. Okay, fahr jetzt mal weiter. Warte mal. Meine Hässlich, hässlich. Tastaturbelegungen. Meine Tastaturbelegungen sind weg, weil ich das Spiel nicht ordnungsgemäß geschlossen habe wegen Disconnect. Aber Voll doof. Aber jetzt bin ich zu faul, das zu ändern. Hast du Quests an irgendwo angenommen oder so? weiß ich nicht. Hier habe ich welche. Kannst du mit mir teilen, bitte? Oh Gott. Guck mal, was für ein Mount ich hab. Ist es die? Ja, danke. Ist es wirklich Danke. die gewesen? Ich mach Scher Schaden. Bam. Bam.
Nimm das. Nimm das. Autopus hat. Oh, war ja. Oh, oh. jetzt hast du ein bisschen viel gepult. Du bist keine Pflanze, Jago. Lauf! Lauf, lauf, lauf! Ach so, sie skalieren ja mit uns mit, alles klar. Und das ist ein Boss, okay, das macht noch mehr Sinn. Na, Boss, Questmob halt. Guck, von wegen zu viel gepult. Ging alles. Hat voll geklappt. Wir waren so gut, sie haben sogar zwei Quest-Items getroffen, ja. Obwohl wir nur eins aufheben können. Ich direkt nochmal. Nochmal. Boom. Abgeschlossen, wir sind fertig. Moment, ich hab. Wo ist das Mammut? Er ist einfach schneller als wir. Welches Level bist du eigentlich? Du bist Level 22. Und du auch, oder? Nee, ja. 24. Aber du bist ja schon wieder höher als ich. Ich hab mehr Erfstücke als du. Ja. Gibt's mehr EP Plus? Also, die 10% ist schon eine Menge. Ja, ja. Wofür braucht man in diesem Spiel eigentlich also Essen, das der Magier herstellt? Wozu? Ich verliere ihn sowieso nie, Mann, und das regeneriert sich voll schnell. Das ist zum schneller Recken, wenn du Mythic Plus oder Raidest oder so. Weil Mana-Klassen halt verdammt viel Mana haben und das dauert sonst ewig, bis das Mana wieder. Ah, okay. Oder heals. Also bin ich nicht nutzlos? Hm? Ich bin nicht nutzlos? Du bist so oder so nicht nutzlos, Bowie. Und da schätzt dich mal jetzt nicht. Hallo, wir mal, brauchen dich alle. Guck mal, was für ein Mount ich hab. Guck mal. Nee, danke. Ah, mal, er ist so ich der bin, typische... Ich bin Gehirn. eigentlich. Bäh. Du hast Gehirn und sagst eklig das so? Er ist. Oh, ja. Und? Du nicht? Das ist ja eklig. Was isst du denn sonst? Ah, der ist ja schön. Guck mal, wie lecker der aussieht. Ja. Ah. Wenn ich sagen würde, ich bin, was ich esse, und dann bin ich eine Pussy. Du isst eine Pussy. Aber das stimmt nicht. Was? Geil. Das irritiert mich jetzt. Aber ja, wenn du möchtest, also. Wieso machen wir diese schwachen Quests? Wir kriegen da gar keine XP. Ich weiß es nicht. Was machen wir hier? Keine Ahnung. Hauptsache so, Questen. Warum verwirrst du mich so derartig? Ja, du mich auch. So, ihr Lieben, alter Mann muss ins Bett. Die Arbeit ruft morgen. Okay, Ginko. Am Wochenende arbeiten? Püh. Okay, dann schlaf schön, Ginko. Da. Guck mal, wir könnten eine Ini laufen. Ich könnte euch doch eine durchziehen, wenn ihr wollt. Ach, durchziehen. Soll ich anmelden? Ich gebe dir die machen. Ach, du nein, bist nein, die. Nein. Ich hatte ja Disconnect. Es wird halt schneller gehen und ihr könntet vor allem die Ini-Quests abgeben, weil die geben ja, ziemlich gut EP. Bisschen weiter nach vorne. Ja, genau. Ich habe nicht ewig Zeit. Ja. Sagt sie zu mir. Aber guck mal, wir brauchen einen Nachtsauger-Pays. Ja, eigentlich sind wir überqualifiziert. Aber sie sind unser Level, also ist alles gut. Das Geile ist halt, dass jeder die Quest-Items bekommt. Da. Ah, das freut mich, Ginko. Schlaf schön. Bis morgen denn. Oder mal sehen, wann du das nächste Mal Zeit findest.
Wir, du kommst morgen nicht. Nein, Spaß. Ja, wer? Wir sind ja nicht sauer, aber wir sind enttäuscht. Ah. Wir sind nicht wütend, wir sind nur enttäuscht. Das ist so der Ja. typische Muttersatz irgendwie. Ja. Boah, Magier haut schon rein. Macht Piu Piu. Guck, mein Po tut jetzt schon weh. Es ist einfach ungelogen einfach. Hier. Ich bin einfach so alt für den Scheiß. Völlig Ah. falsch. Wann ist nie Zeit für Zocken. Zocken? Doch, definitiv. Hört mit 17 auf, da hat man schon keinen. Wenn man jahrelang gezockt hat, dann ist mit 17 schon vorbei, dann ist. Ach Quatsch. Oh, der ist cool. Na. Bin 30 und zock schon seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten. Ich habe mit 17 angefangen, Rückenschmerzen zu bekommen. Aber ich hatte Okay. zu der Zeit hatte ich auch noch keinen Sport gemacht, das muss man dazu sagen. Ich mache jetzt auch nicht überragend viel Sport, aber Beschwerden habe ich bis jetzt keine. Und ich bin immerhin gestern 30 geworden, also damit noch so ein bisschen älter. Oh. Gratuliere. Nachträglich. Danke. Warum hast du nichts gesagt? Oh, ich hatte hier mir irgendwann mal Geburtstage aufnotiert, aber Ja, aber irgendwie. die Frage ist dann, ja. Ja, ich Ich weiß hab's auch. den. Ich hab's dir irgendwie verlegt. Ich muss doch mal fragen. Ich habe auch keine große Sache draus gemacht, wie gesagt. Ja, wäre trotzdem toll gewesen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Ah, 30. Die fette 3. Das ist ja nicht so schlimm. Männer sehen Nö, sowieso gar immer nicht. hübscher und hübscher mit dem Alter aus. True. Voll Das ist cool. ungerecht. Oh! Oh Mann! Bowie, du Arsch! Ich, ja. Bleib Ja! stehen. Bleib Ah! Oh, stehen. nee, ich bleibe hier gar Doch, doch, nicht doch, stehen. doch, Lass doch. mich in Ruhe! Oh, jetzt könnte es halt bei mir wieder klopfen. Jetzt klappt das halt wieder. Ah! Oh, direkt wach. Einfach Hast mal. verpasst. Ja. Bauja hat Bits gespendet und die 22 ist so klopfen. Und wenn es nicht regelmäßig kommt, nur ganz selten, dann lässt du dich damit sowas von verarschen. Weil, ja. Aber ich krieg da halt immer einen Schreck, weil das ist schon energisches Klopfen. Ich Ja. habe eine Sozialphobie, das ist bei mir nicht so schön. Ja, hast mich voll reingekriegt. Man müsste mich vollgezuckt haben sehen. Weil ich Du bin bist ein bisschen echt rund innerlich, geworden. ich bin innerlich total zusammengezuckt. Konnten wir Questen annehmen? Nein, wir waren hier schon mal. Ja, also haben wir ausgerechnet die bekommen, wo wir schon waren. Yep. Na. Deswegen, wenn ich euch irgendwo So. durchziehen hätte können, dann hätten wir irgendwo reingehen können, wo noch nicht drin wart. Ach Quatsch, das ist ja nicht Aber so. geht halt auch. Oh, ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. Dann lass dich nicht angreifen. Ich bin Magier, ich kann nicht anders. Doch, töte, bevor sie dich angreifen können. Wenn sie so auf dich zukommen, dann machen Feuerball drauf und dann, dass sie vor dir sterben. Oh, das war ein guter Tipp, hat sogar geklappt. Ich sag immer, als Heiler heile ich mich nur selber. Und eventuell einmal den Tank in der ganzen Ini. Ansonsten müsst ihr das selber regeln. Ich meine, es gibt Das ist die richtige Verbände, Einstellung. man kann sich selber heilen damit. Das müsste reichen. Und dann stellen sich die Leute aber echt komisch an, Ich ne? bin, ja, ich bin Vor allem in Deko. Mythic Dungeons. Ja, ich bin Deko-Element. Also mehr Sinn habe ich hier nicht in dir. Ba, 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 ba. Und das ist so cool, wenn du zweimal hintereinander crittest, kannst du Pyroschlag raushauen. Das ist so ein befriedigendes Gefühl. Oh, er schuldet mir ein Bier, hast du das gehört? Was? Er schuldet mir ein Bier.
Der Ork. Ja. Ach so, ja. Da steht Speer, der. Ich schulde euch ein Bier. Mich. Weil ich bin der Heiler. Ich bin die wichtigste Person hier. Und Deko-Element, also schuldet er mir ein Bier. Ganz klar. Most valuable player. Da 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 da. Uff, wolltest du nicht irgendwas runterladen? Ja, ne? Ja. Wollte ich, aber ich hatte letztes Mal nicht dran gedacht. Ja, ist auch nicht so schlimm. Oder? Ja. Man sollte schon, wenn ich irgendwann die DD spiele, mal wieder, dass ich das nachgucken kann. Guck mal, ich sehe hier fast genauso aus wie ein Classic. Voll cool. Ja. Oh, und wir sind wieder am Flammenschlund. Ja. Oh mein Gott, nein. Da kommen Erinnerungen hoch. Aber guck mal, ich sehe nicht so aus. Schneller als Classic. Aber guck mal, ich ja. finde, ich sehe hübscher hier aus. Also ich sehe toter aus. Was ich gut auch finde. Ich hab ein Upgrade. Ja. Ich hab ein Upgrade insofern, dass mein Kinn aus Stahl ist. Es gibt ja jetzt dann im nächsten Addon wird's neue kosmetische Änderungen geben. Ja. Das ist einfach geil, wie sie dann aussehen. Ja. Findest du nicht? Ja, doch schon, aber ich stehe dem Addon noch etwas skeptisch gegenüber. Ja. Warum? BFA war jetzt nicht gerade das allerbeste Addon, sag ich mal vorsichtig. Was war nicht das allerbeste Addon? Na, BFA, Battle Fazer. Ja. Aber was war denn davor? Legion, und das war grandios, wie ich finde. Siehst du? Guck mal, grandios, nicht so gut, dann kann eigentlich nur grandios kommen. Also, das ist doch logisch. Aber ich muss auch sagen, ich kann die meiste Kritik an BFA kann ich zum Großteil gar nicht nachempfinden, weil ich die meisten Sachen, wo kritisiert wurden, ich persönlich gar nicht kritisieren würde. Ich fand zum Beispiel 8.2 super mit Mechagon und Nashata in jeglicher Form. Also, oh Gott, ein Profi. Keine Ahnung. Ein Profi. Was, ein Profi? Hä? Was? Du. Ich? Ja, ein Update, das und das. Und ich denke mir so, oh Gott, so genau Infos zu haben, ist echt genial. Na, wenn man schon so lange das Game zockt, dann beginnt man sich schon so für alles zu interessieren, was künftig mal kommen kann. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich bin früher, wo ich WoW noch komplett gezockt habe, da bin ich früher auf eine Gamescom mit einem Kumpel gewesen, der das auch gespielt hat. Und er ist einfach, die ganze Gamescom über, hat sich angestellt bei WoW, um das nächste Addon zu spielen. Was einfach mal ungelogen nach einer Woche rausgekommen ist oder so. Also noch einen Monat oder so, oder eine Woche oder so. Und er hat sich den Eintritt, die Hinfahrt, ein Hotel dort, alles gezahlt, nur um den ganzen Tag einfach einen Monat voraus zu sein und schon mal reingucken zu können. Ich muss zugeben, ich war nur einmal auf der Gamescom und das ist 13 Jahre her. Du warst einmal öfter dort als ich. Ist nicht so dolle, oder? Also ja, das damals war es halt noch in Leipzig und das war halt von mir aus gesehen jetzt nicht so weit weg wie Köln, wo sie ja mittlerweile. Und deswegen habe ich mich Köln war auch noch nicht so teuer. Oh. Gamescom ist in Köln? Hm? Immer? Die Gamescom ist immer in Köln. So. Ach, guck mal, da weiß man, wo man übernachten kann. Wenn. Na, alle übernachten bei Bowie während der Gamescom. Ja. Verrate das, wo ich. Ja. Ja, okay, dann nicht mehr bei Bowie. Dann müsst ihr alle auf der Straße schlafen. Bowie nimmt euch nicht. Das ist ja fies. Schlaf ich halt auf der Straße. Ich schlaf dann direkt vor Bowies Haus.
Eingang da so und dann wie so ein Penner. Und wenn dann jemand fragt, was ich da mache, sage ich, ja, der hat mich gemietet und mich nicht bezahlt, also bleibe ich hier so lange sitzen und ich ziehe irgendwas Nötiges an. Ha! Ja! Das mache ich. Ich stalke gerade Bowie. Ah, oh, siehst du durch sein Fenster? Was? Hexe, mach mir doch keine Angst, Junge. Komm doch rein, Alter, was ist los mit dir? Ist doch kalt draußen. Ich hab Tee, ich hab hier Adventstee. Ah. Oh. Von Niago. Ja, Niago-Tee. Niago-Tee. Oh, schmeckt voll gut. Ich schmeck voll gut. Habt ihr gehört? Ja, ich schmeck voll gut. Niago-Tee, ist gehört. Gestern hat er mir noch gesagt, er hasst mich, weil ich dort Pfefferminztee war. Weil er hat so Adventskalender-Tee von mir bekommen. Das heißt, jeden Tag eine andere Teesorte. So richtig toll. Und dann war Pfefferminz dran und er so, ah, ich hasse deinen Tee. So, ja. Und ich so, ja, toll. Trink ihn trotzdem. Nee, das habe ich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, ich hasse Pfefferminze. Ja. Aber ich habe gesagt, ich trinke ihn trotzdem, weil, aus Kulanz. Ja, weil ich ihn den geschenkt habe und Geld dafür bezahlt habe. Das bekommst du wirklich zu mir nach Hause und, Baui, Hände auf den Tisch. Nee, er muss ja zocken. Wieso? Was? Was? Wie kommt er, wie... Soll ich das dabei spielen? Ich weiß es nicht. Ich finde es auch immer voll komisch, wenn die Leute, wenn du sagst, du gehst schlafen und die so Hände über die Decke, dann denke ich so, warum? Was ist daran so? Mensch, ja. Wenn ich automatisch anfängt, sich zu befummeln im Bett, wenn die Hände nicht über der Decke sind, ganz normal. Also ich kann nicht schlafen, wenn meine Hände über die Decke ist, weil ich denke denn, ein Monster kommt und der denkt, oh, die Partei ist nicht zugedeckt, die kann ich verschlingen. Wirklich, ich kriege keinen Schlaf, wenn ich nicht zugedeckt bin. Weil, oder wenn mein Fuß aufgedeckt ist, dann sitze ich da und denke mir so, oh mein Gott, das ist nicht richtig. Passiert, dann wache ich meistens auf, weil mein Fuß plötzlich so kalt wird, das ist extrem nervig. Ja. Na, Zuckerwatte. Ah, das ist viel zu süß. Na, ba, 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 ba. Hallo, mach mal Crit, bitte. Kenn ich bitte an den Critten. Füßen. Crit, bitte, danke. Ja. Hallo. Oh. So. Hammer, guck mal, wie viel XP du am Ende kriegst. Ja, ich habe ja. Wieder die Hälfte. Ja, guck mal. Ja. Oh, da ist ein Stab und ein Schwert. 25. Noch ein Level, dann kriege ich irgendwas. Was ist das? Ich habe beim Schlafen immer Kuschelsocken an. Oh. Soll wohl helfen, nicht aufzuwachen. Aber ich kann keine Socken anziehen beim Schlafen. Nein? Nee. Du musst dich ganz ranlassen. Was? Nochmal? Ne, guck mal, er ist schon rausgegangen, oder? Ja, aber wir brauchen nur 2 DDs, um die zu finden. Guck mal, 3, 2, 1, jetzt! Aber er ist doch draußen. Ja, er ist nur rausgegangen, ist aber noch in der Gruppe drin. Mhm. Echt? Du kannst einfach nur instant aus dem Dungeon teleportieren. Machst du doch immer. Da kannst du weiter leveln und während du wartest, bis wir einen neuen Dungeon. Gehst einfach ohne mich, ja, danke. Was ist das? Todesminen. Ja, hier waren wir noch nicht. Also waren wir schon, aber nicht mit dir, so ja. Schatz. Hey, einer. Hä? Ich dachte schon, einer ist gegangen. Ich muss so nackt sein wie möglich beim Schlafen, ich auch. Ich hatte ja, hatte ich euch schon mal erzählt, oder? Nein. Ich hatte Wunden am Körper und ja, mir tat es weh, Höschen zu tragen eine Zeit lang. Ja, das klingt jetzt total bescheuert, aber da habe ich mir halt angewöhnt, nackt zu schlafen, weil das tat halt wirklich weh, das lag halt dann über meine Narbe, das war nicht so gut.
Ich habe aber keine Narbe mehr. Die Doktoren sind echt gut. Ah, Tim, Glückwunsch, Level 4. Und Typa, Level 16, Glückwunsch. Ich verstehe sowieso nicht, warum Leute nicht nackt schlafen wollen. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Die vor allem, die Sachen werden ja dann auch dreckig vollgeschwitzt oder so. Ja, ich meine, ja klar, so kommt es dann halt in die Bettdecke und so, ist auch nicht so cool, aber ich wasche halt meine Bettdecke regelmäßig. Ja, aber du schläfst unter der Decke nicht so, wie wenn du mit Klamotten zusätzlich unter der Decke bist. Also, Leute, hier lernt ihr was fürs Leben. Ja, absolut. Ja, ich schlafe immer nackt. Das ist ja das Peinliche, David. Ich habe doch mal erzählt, dass mir das passiert ist, meine Hündinnen, also meine Hündinnen hier, ja, die haben früher die Tür aufbekommen. Und ich habe so früher in einer anderen Wohnung gewohnt und da war so mein Schlafzimmer gegenüber von der Haustüre quasi. Und dazwischen waren dann aber zwei Türen, die Haustür und mein Schlafzimmertür. Und ich bin aufgewacht und beide Türen waren offen. Und die Wohnzimmertür im Übrigen auch. Ja, und ja. Irgendwie, ja. Und ich lag da halt nackt. Und ich habe mich so freigestrampelt, so halbmäßig im Schlaf, ohne das zu rallen. Und ich weiß immer noch nicht, ob da jemand vorbeigelaufen ist im Hausflur und reingeguckt hat. Weil der hätte ziemlich... Ja, aber es hat mich niemand drauf angesprochen. Deswegen rede ich mir selber ein, da kam einfach niemand vorbei. Ja, ganz einfach. Das rede ich mir ein und deswegen ist es auch so. Ja, richtig. Ah, ja. Aber es war sehr... Und beide Hunde waren halt offen... Im Wohnzimmer auf der Couch, also sie waren noch nicht mal im Hausflur gerannt. Sie haben einfach nur so die Tür geöffnet, weil sie es können. Ja. Aber ich finde wirklich, ich wenn du jetzt Schlafanzug hast oder so, den du hast den ja dann jeden Abend an oder nicht oder so. Das macht keinen Sinn. Der wird dreckig, dann muss man den ja auch manchmal waschen. Ich wasche lieber, wenn ich meine Bettwäsche wasche regelmäßig. Dann habe ich ja neue Bettwäsche, aber ich weiß nicht. Ich finde es einfach viel bequemer so. Vor allem, ich kann es verstehen, wenn du jetzt irgendwie auswärts schläfst und du bist in einer Situation, wo jetzt halt, keine Ahnung, mit Leuten vielleicht in deinem Zimmer schlafen musst, dann, klar, dann ziehe ich mir auch was über. So das Nötigste, Shorts und ein T-Shirt oder so. Aber... Also privat. Sissi, das nötig an, ein Unterhemd. Na, wirklich, also, keine Ahnung, jetzt angenommen, es ist Hochsommer, es hat draußen 35 Grad. Schlimm genug, dass ich mir dann Shorts und ein Shirt anziehen muss, wenn ich pennen gehen will, also. Ja. Sehe ich auch so. Also, wenn ich jetzt mit euch irgendwann mal so Community-Treff mache, da schlafe ich nicht nackt. Ich habe mir auch einen Schlafanzug. Was? Ich habe mir auch einen Schlafanzug geholt, wo ich im Krankenhaus lag. Fand ich auch zu viel. Ja. Bin ich der Einzige, den Jago nicht nackt sehen will? Oh, das tut weh, Bobby. Das ist echt gemein von dir. Ah. Oh. Ich wollte gerade sagen, Community-Treffen und Jago will nicht nackt schlafen. Ich bin schon... Abos instant. Ja. Also, Desu, wärst du mir viel attraktiver. Das ja, natürlich. Jetzt geht's aber los bei dir. Ansprüche, ne? Ja. Soll ich eine Umfrage machen, was ich anhaben soll beim Schlafen? Ich werde einfach ein separates Zimmer einfach mir besorgen. Ganz einfach. Dann schläft nur Selina in mein Zimmer fertig aus. Ach ja. Und der ist Sohn von David. Frechheit. Obwohl, das ist Pornografie vor... Ja, nee, dann nur Selina. Nee, ich glaube, du darfst nicht nackt vor einem kleinen Kind schlafen, oder? Also, ich weiß nicht. Darf man das? Ich glaube nicht, oder? Frag das Kind. Nee, das geht ja nicht. Der ist ja zu klein. Ich weiß. Wer ist klein? Bowie? Nee, jetzt bin ich verwirrt. Nee, der Sohn von David. Ach so, okay. Der ist, weiß ich nicht. Aber der ist so süß. Also, jetzt tut's mir leid, aber David sieht ihn. Er sieht aus wie ein Engel. Und David sieht wie ein ganzer Kerl aus. Also, er hat so null Ähnlichkeit irgendwie. Wahrscheinlich Augen oder sowas. Aber der sieht aus wie ein Engel. Ich würde ihn einfach behalten. David, ich wäre auch glücklich, wenn ich so einen Sohn hätte wie David. Ich wäre aber auch so glücklich, wenn ich einen Sohn hätte wie sein Sohn. Weil der ist auch süß.
Ja, meine ich doch, wir seien. Was ich ich wäre auch, ich wär auch glücklich, wenn. Du hast gesagt, wenn du David als wie Sohn David. Hättest. Ja. Nein, ein Sohn wie David quasi einen hat. Ja. Das hast ich du nicht gesagt, du hast David gesagt. David will ich nicht als Sohn. Er hat dann als Erwachsener mehr Bart als ich, what the fuck. Ja, guck mal, ich hab. Guck mal, ich hab eine Axt am Kopf leicht abbekommen. Leute, das war cool. Alter, das war geil. Mich hat da eine Axt gestreift. Nur eine Fleischwunde. Da steckt eine Axt im Kopf, so eine Fleischwunde. Voll gut. Das muss ich klippen. Oh, schön. Nee, er sieht aus wie ich. Früher nur in etwas, er hat blonde Haare und blaue Augen. Ah. Okay. So ist das also. So wäre. David hat deine süße, blonde Haare und blaue Augen. Also sie hat ja bestimmt blaue Augen, weil sie könnte ja nur grüne Augen ansonsten haben. Ah, ich hatte auch blonde Löckchen. Meine Lehrerin haben mich immer Engelchen genannt. Ja, ja. Ja, warum sind Lehrer so scheiße? Und blond oder? Nur eine Fleischwunde. So. Natur, ja. Und sie hat gefärbte? Welche Haare hat sie gefärbt? Erzähl mal. Und wurde wahrscheinlich zu ihr auch Engelchen genannt in der Schule. Aber ich musste in jedem Kinderstück. Ich habe auch blau-grüne Augen. Ich auch. Ich habe in jedem Kinderstück den Engel aufspielen müssen. Bei jedem. Weil meine Lehrerin so fasziniert von meinen Löckchen. Ich hatte früher so leicht. Ich habe immer noch, wenn ich jetzt baden gehe und sie danach nicht durchkämme, dann habe ich Löckchen. Aber ich habe sie nicht so, wenn ich aufwache, habe ich zum Beispiel keine. Ich habe sie nur, wenn ich baden war oder Wasser in Kontakt kam. Und sie nicht durchkämme, denn. Au, wie denn? Guck mal, das ist voll krass. Ich kann die ganze Zeit durchheilen. Das schert man einfach nicht an meinen Mana. Null. Hammer, oder? Voll ja. Luxus. Kann man sich ja glatt dran gewöhnen. Ja, wundert, dass die Leute in Classic nicht hören. Ja. So, hä? Das geht gar nicht. Ich habe gar keinen Mana mehr. Wie soll ich ihn weiterkämpfen? Ja, das ist Mana sparen. Wie Mana sparen? Ja, Aussetzer ja, haben. Was? Runter springen. Oh, shit. Ich habe gepoolt. Oh. Sollte man wirklich runterspringen? Seid ihr runtergesprungen? Ja, hier sind fast alle. Nein, sie leben lauft. Ja, das glaube ich dir nicht, Bubbles. Da, 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 da. Beweisfoto? Nein, das muss ich nicht haben. Beweisfoto von was? Ja. Engelchen habe ich schon verstört. So. Ich bin ja jetzt mal DD. Was? Engelchen? Was? Worüber redest du gerade? Engelchen, flieg! Meg? Mhm. Ist voll cool, dass du heute hier bist. Kannst ruhig häufiger mal vorbeischauen. Ja, wir sind fast immer an diesem Channel, es sei denn, es ist gerade nicht so gut. Bei Dead by Daylight zum Beispiel, wenn wir da eine Gruppe haben, dann sind halt nur die Leute, die da gerade auch da sind. Aber ansonsten sind wir eigentlich fast immer hier. Na, ich bin doch so schüchtern. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Nee. Ich bin auch schüchtern, ich muss auch reden. Also, ja. Sprach die Streamerin, ne? Ja, ich bin aber wirklich schüchtern. Les hat uns mal ausgelacht, weil Shino, ich habe da früher noch mit einem Streamer-Kollegen, der streamt aber leider nicht mehr,
gestreamt und wir waren so, wir haben so BNS angefangen in der Anfangszeit. Ich sterbe fast. Nicht so cool. Und ja, und dann hat einer ihn angeboten, ihn beim Raid mitzunehmen und meinte, ja, komm mal da auf den Teamspeak wegen Absprache und so. Du musst auch nicht viel machen, einfach nur zuhören und so. Und er so, ah, da sind so viele Leute, muss ich da reden? Und Les lacht so und sagt, ah, ihr seid so eine Streamer-Profis. So, ah, muss ich da reden? Da sind so viele Leute. Und ich denke mir so, pur, ich hätte genauso reagiert. Boah, Menschen. Ja, muss ich mit denen wirklich reden? Aber ich kenne die doch gar nicht. Aber das ist beim Stream halt ganz angenehm, weil du hörst sie halt auch nicht. Du kannst sie einfach wegdenken. Also, oder so, ja, ihr seid alle nicht da. Ihr seid nur so schriftlich hier. Ja, so dein Ernst. Guck mal, Hexe. Mir hat er davon erzählt und ich so, welches Video? Ich will das Video auch sehen. Und er so, ja, ich such's dir raus. Und dann hat Bowie aber nicht mehr gefunden, wo er das abgespeichert hat. Nein, Quatsch. Ja. Was? Nee, er hat im Archiv geguckt, wo... und das war da nicht mehr da. Wupp. Der Clip ist ja echt ein Träumchen. Nur eine Fleischwunde, schön. Ganz leicht. Ja, ja, ganz leicht hatte ich da was gestreift. Hexe, das war ein Ticken zu viel. Ja, das war ein bisschen zu viel. Das ist gut. Ja, aber ich will das auch sehen. Guck, wenn man. Weil ich das sehen möchte. Ich muss gib, wissen. Geh auf Pornhub und gib da Food Drop ein. Na. Was? Ich glaube, ich habe keinen Fetisch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keinen habe. Wie war das vorher mit T-Rex? Ja, das habe ich auch nicht. Das ist wie ein Unfall. Das ist so, man bleibt stehen und man muss hingucken und denkt sich so, what the fuck, das ist nicht wahr. Aber voll Alter, die Themen cool hier. Man will nicht hingucken, aber man muss. Ja, aber ich habe mir so gedacht, nur wer guckt sich... Freiwillig. Was? So ein Futterjob. Schön. Ein Futterjob. Ah, ein Futterjob wäre toll, ja. Wäre kein Futz, sondern ein... Ja, Hund. Ja. Community-Treffen, alle bekochen mich und ich darf essen alles. Ach, guck mal, der eine ist irgendwie... Wir sind runtergefallen. Ja, gut, wird als Köchin anscheinend engagiert. Sie macht einen tollen Futterjob, Foodjob. Ja. Aber ich bin Köchin. Also nicht gelernte, aber ja, ich arbeite als Köchin. Ich habe Essen geschrieben. Oh. Okay. Nein. Aber ganz ehrlich, der Fußfetisch ist doch der angesagteste, also der noch am meisten, so der harmloseste Fetisch, den es gibt, oder? Also es gibt ja sogar so einen, Komiker, der steht ja dazu, dass er einen Fußfetisch hat. Und es ist voll okay. Das ist, ganz ehrlich, die meisten kaufen doch da Frauen irgendwelche Schuhe. Die meisten Frauen werden doch glücklich, wenn sie von irgendwelchen Männern Schuhe geschenkt bekommen, oder? Ja, aber ich glaube, beim Fußfetisch, das geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ja. Als, ja, Schuhe zu kaufen. Ja, aber das wäre wirklich noch so ein Fetisch, den würde ich bei meinem Mann akzeptieren. Das wäre voll okay. Windeln tragen ist nicht so meins. Das muss ich ehrlich sagen, da würde ich den Respekt vor meinem Mann verlieren. Das kann ich einfach nicht. Aber so, ob er sich an meine Füße reibt, das ist so... Ja, oder... Du. Ja? Konzentrier dich, da ist einer tot. Gar nicht, ich bin tot. Liegt daran, dass es schon kurz vor 22:30 ist, dass uns die Themen hier gerade so ein bisschen entgleiten. Guck mal, wie viele das sind. Nö, das liegt an mir. Bin sehr offen, aber auch wiederum ganz prüde. Ja? Nicht denken, dass ich hier irgendwann nackt sitze oder so. Nee, das wird nicht passieren. Dann hättest du Probleme mit Twitch wahrscheinlich. Das wäre mir so egal, David. Das wäre mir wirklich so egal. Der verliert ja nicht seine Männlichkeit. Muss ich neu aufstehen oder hat hier jemand... Ja, alle müssen aufstehen. Okay. Was, wenn er deine Zehen lutscht und deine Sohle will? Nee, das ist ja nur harmlos, ganz ehrlich. Ja, natürlich ist harmlos. Also mir persönlich ist...
Aber wie gesagt, es gibt schlimmere Fetische. Und ich finde, das ist noch der harmloseste Fetisch. Ja, natürlich ist er harmlos, aber ich kann ihn halt überhaupt nicht nachempfinden. Ich auch nicht. Füße nicht was sexuell attraktives irgendwie ausstrahlt. Irgendwie. Also ja, wie bist du so schnell reingekommen? Hässliche Füße auch nicht schön anzugucken. Aber... Wieso? Ich habe einfach nur Wiederbeleben gemacht und dann war ich hier. Warum bin ich nicht da? Warum? Ich weiß nicht. Hä, du bist doch irgendwo. Hä? Von da außen. Wie, du bist außen? Wie hast du das geschafft? Geist freilassen. Ist ja komisch. Ja, also wo soll ich jetzt hin? Zu der Indie? So, hä, ich bin verwirrt. Wo bist du denn jetzt? Draußen. Westfall. Hast du dich rausgeportet, oder? Warum machst du das? Wie? Ich habe auch Geist freilassen. Was willst du von mir? Nee, warum hast du dich wiederbelebt? Ja, keine Ahnung, was ich sagen, wo ich hinlang. Ja, wie soll ich dich jetzt resten? Du bist ja ein super. Oh. Vor allem, das ist 25%. Nee, 75% Minus. Oh Gott. Das ist jetzt echt nicht gut. Ja, oh, ich hatte schon. Das ist ja kein Classic oder so. Ja. Ja. Nein, das nicht, aber mit 75% auf allem Minus ist trotzdem nicht so gut spielen. Immer diese Themen hier, ja. Also ich finde die Themen eh noch harmlos. Also sehr ist halt elf. Das könnte noch schlimmer werden. Ja. Oh, guck, deswegen gehe ich immer frühzeitig schlafen, damit die Themen sich einen schönen, ja, einen Rahmen halten. Dezent. Nicht wiederbeleben, Bowie, das nächste Mal. Ja, aber warum warst du im Dungeon und ich war auch so... Ja, ich weiß es nicht, das wollte ich gerade nachprüfen, ja, aber... Du hast den Geistheiler angelabert und hast dich halt vor Ort wiederbelebt anscheinend, weil sonst hättest du nicht den 75% Debuff. Ja, aber ich habe Geist freilassen gedrückt und Nyago war im Dungeon und ich war... Ja, aber ich hätte dich doch resten können. Aber durch Geist freilassen bist du ja nicht auf der Stelle wieder am Leben, beziehungsweise halt außerhalb der Instanz. Ich weiß, aber ich kann ja rechtsklick und dann die Instanz beitreten. Ich habe halt nur diese 10 Minuten, diesen 10 Minuten. Aber ich hätte dich auch resten können. Ja. Bin ungeduldig. Ungeduldig. So. Na guck mal, war mal vorhin nicht hier, dass ich buffen kann? Buff, wo bist du? Kann ich wohl nicht hier. Ich kann Erneuerung. Wieso, da ist doch der Buff. Wo? Ja, rechts. Da. Danke. Kein Ding. So, machen wir mal Damage hier. 6. Ha, 12 gecrittert. Da. Das war jetzt nicht sauer oder so gemeint von mir. Hm? Bowie? Habe ich auch nicht aufgenommen. Okay. Alles klar. Wieso greift sie mich an? Als ob ich hier Aggro kriege, obwohl ich keinen Schaden mache. Macht doch keinen Sinn. Kann sein, dass euer Tank einfach nur nicht gut Aggro ziehen kann. Ja, aber soll er zum Heiler? Lol, ich brauche eine neue Gilde. Wieso? Ich glaube, wir haben herausgefunden, dass er keine Frau ist. Das ist, ja. Nein, die sind abends erst ab 20 Uhr da und gehen um 21 Uhr im Bett jeden Abend. Und die sind nur zu zweit. Nee, das haben die immer noch nicht gerallt. Ja.
Jetzt musst du leider deinen Charakter löschen und einen neuen anfangen mit einem anderen Namen. Dadam. Ach ja, stimmt. Hier. Da. Da. Tötet ihn! Was? Letzte Kommentare wurden gelöscht. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Guck mal, Les, was Bau hier alles macht. Den verteidigst du immer. Level 30, sagst du? Ja, das ist nicht so schnell wie in Retail. Also in Retail ist es wirklich nicht schlimm. Ich glaube, er meint in sein Spiel. Ja, ich sag ja, ist nicht so schlimm wie in Retail. Ich meine, schlimmer ist. In Final Fantasy ist es schwieriger, auf Level 30 zu kommen als in Retail. So meinte ich das. Einfach mal die Aussage komplett geändert. So, ja. Zurückgerudert, nur weil das lässt ist. Ja, ja. Kennen wir doch. Ihr zwei, anstrengend, Mann. Tötet ihn, los! Tötet ihn, Bowie, I love you, hat Les geschrieben. Ach, schade. Nein, Spaß. Nein, Les, das war Spaß. Mad love. Les, oh lol. Guck mal, der braucht mir einfach nur eine Bitch-Slap zu geben und ich liege auf dem Boden. Bitch Slap, das meinte ich, genau. Also der Boss jetzt. Nicht ja, Les. Nicht Les. Guck, Les. Einfach nur so ein Slap und dann liegt er auf dem Boden. Und dann kannst du alles machen mit ihm, was du willst. Tu es. Willst du mir damit sagen, ich bin billig? Auch immer eine Quest. Wieso billig? Das ist Les. Jeder möchte Les und du bekommst ihn. Was ist daran billig? Billig? Nicht billig. Ach, willig. Ah ja. Doch, das. Ja, das könnte passen. Oh, mein heißt das wie. Sollen das Andeutungen sein? Nein, ich erkenne mich. Ja, ja. Hört sich jetzt nicht so erkältet an, aber ja. Ja, wenn aber du das so hinstellst. Das richtig wehtun. Aber mein Hals tut auch weh. Morgen früh, wenn ich aufwache, kann ich dann nicht mehr reden. Oh, guck mal, hier sind Bro. Was? Melone. Er schmeißt mit Früchten. Ich sammle die mal. Warum auch immer. Ah, ja. Bin glücklich. Gesättigt. Nahkampf, Distanz, Angriff, Zauber. Dadurch wird man gesättigt. Moment, ich muss noch mehr holen. Brötchen, ja! Oh! Nein, hast du gesehen? Ich war gerade am Brötchen dran und dann ist es wupp. Weg Warum gewesen. Warum so viel Schaden? Ja. Ist ja cool. Da. Guck mal, ich hab. Mir fehlen zwei Balken bis zum Level Up. Was zur Hölle? Okay, ich bin Level Up. Ich kann Quest abgeben. Ach du Scheiße. Wupp, wupp, geht's jetzt. Danke. Warte, ich muss abgeben hier hinten. Nein. Hast du abgebrochen? Ja, ich habe abgebrochen. Okay. Der Name ist. Ich finde den Namen irgendwie schräg. Kakta. Kakta? Kakta. Hör mal, konntest du auch nur eine Quest abgeben? Nein, ich konnte drei Stück oder so abgeben. Wo sind die denn? Eine ist hier hinten. Die sind, glaube ich, am Ende vom. Aber das. Wo denn? Wo bist du denn hinten? Ja, du hast da nichts. Also, hast du schon alles abgegeben oder? Ich habe nur hier eine abgegeben. Okay. Warst du hier schon mal drin? Ne? Nein. Das weiß ich nicht. Du hast aber am Anfang auch alles angenommen. Ja, ne? Eigentlich schon. So, ich gehe jetzt hier raus, weil ja, ist schon spät. Wir haben Themen, das ist doch gestört, aber im Ernst, die sind ja echt nett, aber was soll mir eine Gilde bringen, wo nur zwei Leute drin sind, die jeden Tag nur
für ein oder maximal 2 Stunden da sind und das sogar am Wochenende. Na, ja, weiß ich nicht. Nicht so cool, ja. Ich würde nicht sagen, dass es gestört ist, aber halt nicht zielführend, wenn er öfter ja. zockt. So, ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin müde. Oh, ich habe versucht lange. Ja, ich habe versucht lange durchzuhalten. Das ist. Oh. Hallo, es ist Freitag und es ist kurz nach 10:30. Ah, oh, ja, aber ich schlafe hier fast schon. Ah, das war aber echt schön, dass du hier warst, Nick. Wirklich. Ja, musst gerne. Du häufiger machen, wirklich. Immer, wenn es mal geht, gerne. Ja, ich freue mich schon auf Sonntag, TBD. Ich auch, Hexe. Bis dann. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Les, schlaf schön, Hexe, schlaf schön. Aldo, Tim und so. Selina, schlaf schön. Und Hände unter die Decke. David, schlaf schön, Nachti. Meine Fetischcreme. Ich habe gar keinen einzigen Fetisch. Das kann ich also gar nicht so sein. Typa, schlaf schön. Mein Großer. Ah. Viel Spaß denn. Ich ja. Guck mal, wir können ja jetzt alle. Ich kann euch jetzt alle zu Knock Knock schicken. Knock Knock streamt nämlich noch WoW. Retail. Ja. Könnt ihr zugucken? Also, ja. Könnt ihr zugucken? Weiter gucken. Knock Knock ist irre interessant, aber ihr kennt ihn ja wahrscheinlich schon, oder? Also, dann. Und Tim, schlaf schön. Baba. So, mal gucken. Da?